Der vorliegende Podcast ist der Sache des Lichts abträglich und nicht zur Verbreitung zugelassen. Die Nachtwache. Der vorliegende Podcast ist der Sache des Dunkels dienlich und zur Verbreitung zugelassen. Die Tagwache. Hallo, wir heißen euch recht herzlich willkommen zur 48. Folge der Brüller auf dem Couch. Wir, das sind Apfelkern. Hallo. Knut. Moin. Markus. Hallo. Und ich, Spritti. Hi. Hallo. Vorneweg etwas Technisches. Alle Leute, die unseren Enhanced Feed abonniert hatten oder noch haben, haben vielleicht festgestellt, dass die letzte Folge 47 gerade eben erst online gegangen ist. Das lag daran, dass wir kleine technische Probleme hatten, wovon ich keine Ahnung habe, obwohl man sie mir versucht hat zu erklären, aber jetzt läuft's. Also die Folge 47 müsste jetzt kommen und diese Folge, wenn ihr sie jetzt hört, dann hört ihr sie ja eh, dann das ja geklappt. So viel dazu. Apfelkern. Ja, hallo. Was für ein interessanter Nickname. Da wolltest du doch mal drüber reden, oder? Ja. Es gibt einige, die wundern sich, warum wähle ich den Namen aus? Also ursprünglich war es so, ich wollte mich irgendwo anmelden, ich glaube es war Last.fm, und brauchte einfach einen Nickname. Den Klarnamen wollte ich nicht benutzen, so von wegen Trennung des Real-Lives und der Online-Aktivitäten. Und dann überlegte ich, welchen Nickname kann man denn nehmen? Dinge wie Vanilla Sky 44, Hasi Schnucki 5 sind nicht so toll, meiner Meinung nach. Und dann überlegte ich... Nicht? Ja, okay. Oder willst du meinen Namen wechseln? Nein. Hasi, Stocki. und überlegte dann hin und her und das sollte irgendwas nicht zu schwer zu schreibendes sein, irgendwas, wo man nicht 1000 Jahre überlegen muss, wie spricht man es aus. Und ich zerbrach mir dann so lange den Kopf, bis ich dachte, egal, nimm's jetzt Apfelkern, weil das kommt daher, ich esse sehr gerne Äpfel und das mit Kern, beziehungsweise Kerngehäuse. Und irgendwann meinte meine Mutter mal, na du kleiner Apfelkern, und das ist schon ewig her. Und als mir dann nichts Besseres einfiel, nahm ich das dann letztendlich als Nickname. Ja, das führt natürlich immer zu der Verwirrung. Es heißt der Apfelkern, aber ich bin weiblich. Naja, keine Ahnung. Muss man mit klarkommen. Das hat uns ja am Anfang auch vor Herausforderungen gestellt. Ja. Ist schon sehr oft passiert. Und das ist ja auch ein bisschen seltsam mit dem Ansprechen. Allerdings, man gewöhnt sich echt dran. Und ich habe es auch schon erlebt, dass sich irgendwer über Apfelkerne und ob man daraus was einen Baum ziehen kann, unterhalten hat, irgendwelche Rentner in der Bahn. Und ich habe mich umgedreht, als die Apfelkerne gesagt haben. Also, der Schock, nein, das Trauma sitzt schon tief. Interessant, ja. Interessant. So war das. Und wie kamt ihr so zu eurem Nick? Markus, der sich da German Student nennt? Ich glaube, bei mir war das so, ich hatte mich gerade, also ich hatte vorher vielleicht schon irgendwie so einen dämlichen Nickname irgendwie, weil Markus immer vergeben war, als Benutzername und ich nicht kreativ genug war, mir selbst was auszudenken und ich nicht wusste, was ich nehmen soll, habe ich dann einfach The Real Markus genommen, total dämlich. Und dann irgendwie Anfang 2007, keine Ahnung, war ich gerade irgendwie halbes Jahr am Studieren oder so und da identifiziert man sich ja vielleicht auch noch so ein bisschen als Student, gerade so in der ersten Zeit.
Und dann ging es so darum, Benutzername für Twitter zu finden. Und weil anfänglich halt, meine ich zumindest zu dem Zeitpunkt, noch nicht ganz so viele Deutschsprachige dort waren, habe ich auch anfangs in Englisch getwittert und habe dann auch gedacht, ja, was bist du? German Student, so. Und seitdem bin ich das halt. Ich muss ja zugeben, als ich das erste Mal von dir auf Twitter gelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist ein reichlich dämlicher Nickname. Ja, im Nachhinein finde ich auch. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, und vor allem, man wird ihn gar nicht mehr so schnell los. Also, von wegen, man ist in einem gewissen Bereich schon bekannt darunter. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich heiße nicht mehr German Student, sondern XY, dann alle, hä, wer ist denn das und das? Naja, German Student. Ach so. Das ist so eine unangenehme Umstellungsphase. Ja, viele sagten dann oder haben sich dann auch, hier habe ich mal irgendwie Rechtschreibfehler in Tweets gemacht oder in irgendwelchen Blogposts. Du bist doch Germanistikstudent. Wie blöd bist du? Nein, bin ich nicht. Kein Germanistikstudent. Auch nicht. Wie blöd bist du denn? Das würde ich auch nicht so fragen. Ja, aber du würdest doch schon eher so dann hingehen und sagen, Markus, meine Güte, ist er da wieder für ein Komma gesetzt? Ja, ich würde dir auch SZ spendieren, wenn du nur Doppel S hast, ja. Sowas mache ich. Ja. Hört mal auf, die zu mobben, die nur eine US-Tastatur haben, verdammt. Ach, du hast nur eine US-Tastatur. Ich arbeite mit US-Tastaturen, ja. Da sind halt keine Umlaute drauf. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Hast du schon mal seine Tweets gelesen? Er hat alles nur in hässlichen Umlauten. Ich sehe das nur manchmal im Dokument, dass er das nicht so hinbekommt. Im Dokument, in E-Mails, in Blogposts, in Tweets, die haben alle keine Umlaute. Aber warum? Es sind keine Umlaute drauf, nur US-Tastatur. Ja, nein, ich meine, warum? Waren die deutschen Tastaturen nie ausverkauft oder wie? Nein, US-Tastaturen sind für Programmierer deutlich angenehmer, weil die Zeichen deutlich besser erreichbar sind als auf einer deutschen Tastatur. Kommst du dann nicht auch so durcheinander mit dem Y und Z und so? Oder machst du Adler-Suchsystem? Ist alles Gewohnheit. Also in den ersten 2 bis 3 Wochen war es definitiv problematisch, die Umstellung von der deutschen auf eine amerikanische Tastatur. Ich habe halt auch irgendwie mehr als 24 Jahre deutsche Tastatur benutzt. Ja, okay, nein, nicht ganz 24 Jahre. Am Anfang war halt noch keine Tastatur. Nein, es waren nur so knapp 19 Jahre. Aber man gewöhnt sich halt an die deutsche Tastatur und dann eine Umstellung auf die US-Tastatur dauert eine Zeit lang. Aber inzwischen kann ich auch auf einer deutschen Tastatur blind mit dem US-Layout tippen. Okay. Ja, manchmal bin ich kurz davor, ihm eine Mail mit ein paar Umlauten, also vernünftigen, und einem SZ zu schicken. Und wenn ich das wieder im Brüllaffen-Dokument sehe, dann denke ich mir, nee. Eine kleine Spende. Genau, spenden wir ihm ein paar vernünftige Buchstaben. Genau, so einen schönen deutsche Sprache-Wortbaukasten. Das bestehen aus einzelnen Buchstaben. Deutsche Sprache für Anfänger. Da können ja die Hörer auch machen in den Kommentaren, damit wir mal irgendein Feedback haben, für Knut ein paar Umlaute spendieren. Ja. Wie kamst du zu Lucifer? Irgendwie so noch einen Teufel angebetet? Ein Teufel der Umlaute? Fast. Der Nick stammt aus vor ewiger Zeit. Also keine Ahnung, wie lange ich ihn inzwischen habe. Auf jeden Fall schon diverse Jahre. Auf jeden Fall war halt so meine Gothic-Zeit. Also nein, ich war nicht schwarz angemalt. Ich halte nämlich nichts von Schminken. Also so mit Eyeliner habe ich mir richtig schön vorgestellt. Oh, ich auch. Schade, schade. Da hätten wir gerne Fotos von gesehen. Genau. Aber du könntest doch jetzt noch. Machst du mal ein Face of the Day? Du hast doch ein Smartphone. Okay. Nein. Genau, da brauchte ich dann halt irgendwie einen neuen Nick, weil mein Alter war scheiße. Nein, werde ich jetzt nicht erzählen. Da findet man nämlich leider noch zu viel drüber, da ich das nicht aus dem Google-Suchindex rausgeschwemmt habe. Und blätterte dann halt irgendwie in einem Latein-Wörterbuch
Und ja, war halt alles irgendwie nicht so wirklich der Knaller, was ich da fand. Und deswegen blieb ich dann irgendwann bei Lucifer hängen. Und glücklicherweise ist es in sehr vielen Portalen nicht belegt, beziehungsweise nur auf der amerikanischen Schreibweise belegt. Und damit habe ich die Nick an relativ vielen Stellen. Ansonsten halt an Variationen noch Luciferus für die Portale, wo Lucifer halt schon belegt ist. Und bei Steam und Ähnlichem muss es dann halt noch irgendwie eine 87 hinter sein, weil da sind so viele Nicks schon belegt, da komme ich dann nicht mal mehr mit Luciferus durch. Und ist jetzt schon mal passiert, dass dir irgendwie auf Twitter jemand, der dich gar nicht kannte oder so, dann einfach mal @Lucifer in irgendeinem anderen Zusammenhang geschrieben hat? Diverse Male. Okay. Unter anderem irgendwie ein Typ, der dann meinte, scheinbar irgendwie neu bei Twitter oder sowas, und er meinte dann, boah, hier Satan gefunden und @Lucifer und was weiß ich nicht alles, zählt dann halt irgendwie so sämtliche Figuren der bösen christlichen Lehre auf. Und alle bei Twitter, es ist voll das Böse hier. Und ich dachte mir nur noch so, was ein Pfosten. Wäre mal interessant zu sehen, wer @Jesus hat. Ja, oder irgendwie sowas, was man häufiger schreibt. @Home oder so. Boah, der muss doch voll genervt sein. Ja, würde ich so annehmen. Ja. Wahrscheinlich. So, jetzt bist du dran, Spreiti. Deine Geschichte zum Namen. Spreiti, jetzt sag mal. genau, es ist Spritti oder Spritti. Aber nicht Spritti. Sprit-A. Nein. Entschuldigung. Ich hatte früher, als ich im Internet angefangen hatte, damals, als es nur Schreibmaschinen gab, hatte ich mir auch Namen überlegt. Und so wie man das am Anfang macht, irgendwas, was man mag oder nicht mag. Und ich war damals Star Trek-Fan. Und fand Worf gut, und da habe ich gedacht, dann nehme ich Worf. Deswegen war ich am Anfang Worf. Aber das ist halt auch schon, naja, ewig her. Und den hatte ich halt nur im Internet benutzt. Und irgendwann später gaben mir dann Freunde halt den Namen Spritti. Also das kam, ich bin früher viel zum Fußball gefahren, heute nicht mehr so viel. Und da hat irgendwie jeder einen anderen Namen, irgendeinen Spitznamen oder sonst sowas. Und da ist der halt so für mich ersonnen worden. Also ich habe den nicht ausgesucht. Und der war halt dann ganz praktisch, weil ist jetzt nicht so geläufig, dass ich da so Probleme hätte wie Markus oder Lucifer, wenn ich mich irgendwo anmelde. Obwohl ärgerlicherweise bei Twitter schon ein Spritti vor mir da war. Also ganz so selten ist er dann scheinbar doch nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich den halt dann auch fürs Internet genommen, weil ja, Star Trek war dann auch schon wieder ein bisschen out. Ja. Jesus hat einen Twitter-Account. Natürlich. Jesus Christ @Jesus Carpenter Healer God. Link zum Wikipedia-Eintrag. Nette Sache. Wirklich nette Sache. So. Was auch nervig ist, ist, wenn irgendwer auf einer Plattform den Namen schon belegt, sagen wir mal Apfelkern, so, und das dann nicht nutzt, das macht mich dann immer so nicht aggressiv, aber ärgert mich, weil der belegt den Namen und ich muss mir dann irgendwie so einen blöden Underscore in Namen setzen, damit ich den noch haben kann, weil klar, ich werde doch jetzt nicht den Namen wechseln, nur deshalb. Genau. Ja, und der genau. Nutzt den nicht. Ah! Oh. Genau wie Diego Luis aus Sao Paulo. Genau du bist gemeint, der seit dem 2. Mai 2011 nichts mehr geschrieben hat. Aber eigentlich, manchmal hilft auch Fragen, ne? Also wenn man denen mal irgendwie was zukommen lässt, wenn es möglich ist. Mal ein bisschen recherchieren, ob die einen Blog haben oder eine E-Mail-Adresse. Aber meistens sind das dann diese Nutzer, von denen man auch null hört. So Last.fm, der Apfelkern, der so heißt, habe ich auch mal einen Shout drunter geschrieben. Ja, ist ja schön, dass du so heißt, auch auf Englisch, dass man das mitbekommt, aber wenn du es nicht benutzt, könntest du deinen Account löschen. Ich meine, das hilft mir nicht mehr. Wenn ich wechseln würde, wären die Daten weg, aber bei Twitter könnte man noch wechseln. Da ist auch jemand, der da abhängt und den Account nicht nutzt. Danke. Ja. Genauso wie du, Tobias 22, männlich, mit keinen gespielten Titeln.
bei Last.fm. genau die. Ja. Der mich dazu bringen musste, mein Geburtsjahr hinten dran zu schreiben. Was ich ja immer ein bisschen nervig finde. Das würde ich auch gar nicht machen. Obwohl, ja, aber dann waren halt die ganzen Daten da drin, als ich mir später überlegt habe, dass das auch nicht so toll ist. Mhm. Obwohl, schlimmer sind ja irgendwie so diese Nicknamen wie Melli 17 oder so. Mhm, genau. Also, das. Wo das Alter so hinten dran steht. Boah. Cherry ja. Pie 16. Genau. Das bringt dann schon so direkt eine Wertung mit rein, dass ich mir so denke, nein, muss man nicht ernst nehmen, oder? Ja. So, ja, und wenn man dann irgendwann mal mit 30 in so einen Flirt-Chat geht oder so, ne, dann macht das auch irgendwie einen komischen Eindruck. Ja. Stimmt ja, müsst ihr auch jährlich wechseln. Cloud of Color 45. Ja. Nett, nett, nett. Kennt man euch im Real Life, in diesem wirklichen Leben, unter eurem Nickname, den ihr im Netz nutzt? Ja. Also ich habe es zumindest auf Barcamps extrem so, auf Barcamps, beziehungsweise auf kleineren Barcamps gibt es halt anfangs immer so eine Vorstellungsrunde. Und dann kommt so die schöne Aktion, ich bin dran mit Vorstellen. Moin, ich bin Knut, bin Softwareentwickler, Systemadministrator. Also völlig unbeeindruckt. Aha. Auf Twitter auch @Lucifer. Ach dir! Woher zum Teufel kennst du mich? Ich habe keinen Plan, wer du bist. Onliner. Denn Real Life ist dein Online-Leben nur auf einer anderen Plattform. Also ja. Ist meine Theorie. Richtig. Wobei ich ja sagen muss, um nochmal ganz kurz zurückzugreifen auf die, welcher blöde Mensch hat meinen Nick belegt. Ich hätte auch gerne @Knut gehabt. Ich habe damals auch, als er den Nick nur blockiert und noch nichts getan hat, zwei Beschwerden bei Twitter dagegen eingereicht, dass er den Nick überhaupt nicht benutzt. Es war leider kurz nachdem Twitter aufgehört hat, nicht benutzte Nicks einfach mal rauszukegeln. Und sein letzter Tweet ist vom 19. Juli und ein Retweet am 3. September. Aber sein letzter wirklicher Tweet vom 19. Juli. Er benutzt den Account schon wieder nicht mehr. Du gehst dran und dann spielst du eine Runde. Counter-Strike und dann ist alles wieder okay. Papst Benedikt hat auch einen Twitter-Account. Letzter Tweet, 6. Mai, heilige Grüße vom Hart. Okay. Vom Hart? Steht da. Kann euch mal einen Link kopieren. Irgendwann kommt bestimmt auch Spritti Unterstrich und meckert Twitter an, dass ich ja gar nichts mehr auf Twitter schreibe. Verliere ich vielleicht meinen Nick da. Nee, Twitter hat aufgehört, nix, die inaktiv sind, rauszuschmeißen. Nur noch mit DMCA Complaint und Markenrechtsverletzung. Na. Ich find's ja immer toll, wenn man so, ich habe noch irgendeinen alten Twitter-Account, da hatte ich damals irgendwie, ich glaube, @Autokorrektur oder so, da hatte ich dann irgendwelche Autokorrektur-Fails von iOS geschrieben, aber da hat sich dann irgendwann erledigt, als es ein bisschen besser wurde. Und dann habe ich die Notifications dann auch nicht ausgeschaltet und dann sieht man immer, dass irgendwie jeden, was weiß ich, 5. Tag da irgendwie so ein Marketing-Guru einem folgt. Oh Gott, ey. Ja. Wo man schon jahrelang nichts geschrieben hat oder Ewigkeiten. Naja. Die Bots nerven. Dann schreibt man mal irgendein Stichwort, weiß ich nicht. Wir waren gerade asiatisch essen. Dann folgt dir Thai-Massagen oder sowas. Ja. Oder du schreibst einmal irgendwas mit Herz und dann folgt dir da eine Partnerbörse. Irgendwie sowas. Schmeißt ihr die raus oder behaltet die in der Followerliste? Blocken, ne? Blocken und Spam melden, wenn es wirklich Spam ist. Oh, ich block die auch immer. Weil wenn ich Leser habe, dann soll es auch richtige sein. Ja. Aber manchmal weiß man nicht, sind das jetzt richtig oder nicht, weil es ist nicht eindeutig eine Firma, aber selber twittert derjenige auch nur nichts oder retweetet nur. Das ist auch sehr seltsam. Also bei mir ist es so, um nochmal auf das Real Life zurückzukommen, Leute, die mich aus dem Netz kennen, kennen das, den Namen natürlich auch. Klar. Und halt der Freundeskreis, der mit den Spitznamen verpasst hat, nennt mich auch so. Aber andere wiederum jetzt nicht so, Arbeit oder Studienkollegen oder so. Da bin ich dann, also so hat sich mein Nickname dann nicht umgesetzt.
Ich bin ja auch ganz zufrieden mit meinem Vornamen. Also hieß ich jetzt... Gott, nee, ich sag jetzt lieber nichts, sonst fühlt sich derjenige irgendwie beleidigt. Aber es gibt ja, sagen wir mal, es gibt manche Vornamen, die sind heutzutage vielleicht etwas merkwürdig, so Brunhilde oder so. Wo man seinen Eltern etwas nachtragend ist. Ja. Und man sich dann halt schon relativ früh irgendwie einen Nickname zulegt. Oh ja, meinst, Oh, Entschuldigung. Knut? Du meinst, wenn du einfach so die komplette Seite Chantalismus.de durchgehst, diese Menschen? Ich kenne die Seite zwar nicht, aber es könnte durchaus sein. Sehr netter Blog. Reicht man einfach an der Geburtsstation vorbeizulaufen und zu sehen, aha, so haben sie also ihr Kind genannt. Na, viel Spaß im weiteren Leben. Oh, jetzt schon Mitleid. Die Bale schreibt gerade im Chat, kennt ihr die Dieter-Therapie? Kennt ihr das YouTube-Video? Der ist total krank. Wo irgendwelche Leute Probleme mit ihrem Vornamen Dieter haben und dann gibt's da so einen Seminarleiter und der versucht dann, die zu heilen oder die zu therapieren, damit die ihren Vornamen akzeptieren können. Und ich weiß das jetzt nicht mehr im Detail, aber nachher stehen die da irgendwie im Wald und schreien ganz laut, Dieter! Und einer weint dann, als er endlich seinen Namen akzeptieren kann. Ach, das muss man sich eigentlich mal ansehen. Okay. Ich erinnere mich auch noch dunkel daran, ja. Ne. Ich kenne auch jemanden, der so heißt. Leidet er unter seinem Namen? Nein. Dann geht's ja. Also. Früher war das ja, glaube ich, auch so alltäglich, dass man irgendwie seinen Vornamen so einmal teilweise abgewandelt hat oder so. Also, jetzt zum Beispiel meine Großmutter, die hieß Wilhelmine und wurde aber nur Helmi genannt. Also selbst ich habe erst sehr viel später erfahren, wie sie, dass sie eigentlich wirklich im Pass Wilhelmine heißt. Ja. Und die hat sich auch unter Helmi beerdigen lassen. Es stand also, dann wirklich so auf dem Grabstein Helmi? Ja, ja, ja. Okay. Also obwohl, das ist jetzt auch irgendwie kein gewöhnlicher Name, ne? Also ist schon, warum nicht? Oder Helm? Habe ich jetzt noch nicht so. Oder ist das hier in der Gegend nicht so verbreitet? Ach so, nee, aber Wilhelmine. Ab vielleicht früher so ein Kürzel. Ich denke mal, Wilhelmine kam ja bestimmt dann modern, weil da der Kaiser noch nicht so lange abgedankt hat. Ist der letzte Kaiser Wilhelm? Ja, ne? Wilhelm bestimmt. Der Zweite, oder? Ja. Sagen wir einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es daher kommt, aber damals war der Name bestimmt noch moderner. Ja, aber kennt man ja so irgendwie von Johanna und dann. Hanna oder Hanni oder sowas, ne? Genau. Ja häufiger gemacht. Ja. Ist einfach viel praktischer und kürzer. Ja. Kannst ja immer nicht Karl-Heinz, komm rüber rufen. Das ist halt Karl. Oder Karli. Oder Heini. Nein. Heini. Seppel. Komm rüber. Ach, ja, und ja, zum Beispiel Seppel. Oder Schosch. Darf man sich eigentlich umbenennen? Komplett? Also, oder ist das überhaupt möglich? Ja, nur ich glaube, mit dem Ernst, man braucht dann einen richtig triftigen Grund für. Ja, also ich kenne das von einer Bekannten, die heißt Annette offiziell und wird mit E hinten geschrieben. Und es gab ganz viele, die dann sagten, na Annette. Und das konnte sie überhaupt nicht ab. Das hat sie total wahnsinnig gemacht. Und dann hat sie wirklich offiziell gegen Geld, es war nicht wenig, ich war schon ziemlich beeindruckt von der Summe, dieses E offiziell streichen lassen. Und hieß dann, oder heißt dann nur noch Annette. Ja, das kommt auch immer, ich glaube auch auf Vermögenslage an. Also wenn man jetzt irgendwie Hartz IV bezieht oder so, dann ist das auch günstiger. Und halt, wie groß der Leidensdruck ist. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der, wo die Eltern nicht aus Deutschland kommen und der hatte halt einen Zwischennachnamen, ne? Also zwei Nachnamen sozusagen. Und der erste Zwischennachname war halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein übler Führer im Iran. Und dann braucht man da auch ganz wenig oder fast gar nichts bezahlen. Ja. Ja. Ich weiß, dass auch eine schöne Story, Andreas Neuendorf sagt euch wahrscheinlich allen nichts. Nee. Das war, also er ist immer noch, aber er spielt nicht mehr, war ein Fußballer. Und der hatte irgendwann den Spitznamen Zecke bekommen. Von einem Mannschaftskollegen, weil er einen Zeckenbiss hat und deswegen im Krankenhaus war. Und
Den kannte man dann halt auch nur noch unter Zecke Neuendorf. Also ich musste jetzt eben auch nochmal gucken, wie er eigentlich wirklich mit Vornamen hieß. Und der wollte sich dann den halt auf seinen Rücken, also auf seinen Trikot, halt den Namen Zecke da drauf machen lassen. So wie die ganzen Brasilianer haben ja auch nur in so einen Art Künstlernamen, weil die ja ewig lange Namen haben. Ja. Deswegen gibt es ja dann nur Ronaldo oder sowas. Der musste aber für die Statuten von der DFL, damit er das machen konnte, musste er erst den Künstlernamen im Personalausweis eintragen lassen. Also hat er dann zwei Ölgemälde gemalt, versteigert. Dadurch galt er als Künstler, konnte seinen Künstlernamen im Personalausweis eintragen lassen und dann durfte er auf sein Trikot halt Zecke schreiben. Herrlich. Das ist wirklich eine herrliche Geschichte. Ja. Krass. Ey, sollen wir mal gucken, ob das geht, unsere Online-Nicht-Namens auch im Personalausweis eintragen zu lassen? Weiß ich nicht. Also mein Offline-Umfeld, die kennen den Nicknamen nicht, weil die haben eben nichts mit meinem Online-Leben am Hut. Wenn man meinem Vater Apfelkern an den Kopf schmeißen würde, dann, was, wie, wo? Keine Ahnung. Hat er nichts mit damit nichts zu tun. Und sonst, naja, der Online-Freundeskreis weiß es halt, und wenn ich die in VLF treffe, dann wissen die natürlich, dass ich auch unter dem Namen agiere. Ja. Mhm. Ja. Ich habe eben mal geguckt, Wilhelmine ist auch ein bisschen aus. Out. Die letzte bekannte Namensträgerin war geboren 1893. Geht doch noch. Nicht mehr so modern. Nee. Ja, aber die modernen Namen sind auch nicht immer so der Bringer. Was man da auf dem Chantalismus-Blog sieht. Ejo. Manchmal kommen die auch wieder zurück. Stimmt. Auch welche jetzt? Fällt mir auch keiner ein. Ich. Auch ja. Manche machen das aus Nostalgie, dass sie ihr Kind dann halt, naja, Friedrich Wilhelm nochmal nennen. Boah. Oder ich finde es irgendwie auch immer gewöhnungsbedürftig, wenn Vater und Sohn den gleichen Namen haben. Ja. Ja. Das finde ich sowieso komisch. Von wegen, es ist Tradition, dass alle zweiten der weiblichen, also jede zweite weibliche Generation eine Anna-Maria drin hat. Ja, schön, aber ich muss doch nicht so heißen, nur weil meine Großmutter so hieß und deren Großmutter und so weiter und so fort. Ja. Hm. Es gibt ja auch die Variante, dass man dem Kind als Zweitnamen den Namen des Elternteils mit gleichem Geschlecht gibt. Finde ich auch sehr seltsam. War bei ja. mir irgendwie in der Vergangenheit, also in der Linie väterlicherseits war das so, dass da immer als Zweitname der Erstname des Vaters drin war. Ja. Bei mir haben sie es dann glücklicherweise einfach gelassen. Bei meinem Vater ist es exakt genauso. Bei meinem Vater auch. Der da hat sich dann nur meine Oma durchgesetzt und den Namen dann zum zweiten Namen gemacht. Ja, Zweitnamen finde ich auch komisch. Bei uns waren es eher die Paten. Ich weiß nicht, ob das auch sonst mal üblich ist, aber ich kenne halt jetzt nur von den Paten. Zweitnamen finde ich übrigens super. Ach. Ja, weil so kannst du ja auch dem Kind eine Chance geben, wenn es seinen ersten Namen nicht mag, dass es sich den zweiten dann entscheidet als Rufnamen. Ja, so wie Ramon Rainer. Kennt ihr das von 1Live O-Ton? Rambo Ramon Rainer. Oh, mein Gott. Der kann auch bei Bauer sucht Frau mitmachen. Der nimmt dann bestimmt Rainer, wenn er sich das aussuchen darf. Aber finde ich auch ganz gut. Kumpel der von mir heißt Ramon als Zweitname. Rambo Rainer. Ja. Zweitnamen müssen ja nicht unbedingt toll sein. Und wenn ich einen zwei beschissene Namen habe, was Markus da so hübsch demonstrierte, dann hilft Aussuchen auch nichts. Und bei irgendwelchen Events, selbst wenn du einen davon schön findest und dich nur noch Rainer nennst, wirst du mal mit komplett Namen, oh ja, oder das Rambo schöner, wirst du mal mit komplett Namen aufgerufen und dann kommt die ganze Peinlichkeit raus. Das hab ich auch so erlebt. Bestimmt doch. Geil, so, wenn du irgendwie deine ganzen Freunde kennst, die ganze Zeit nur mit dem Namen, den du wirklich dich traust, preiszugeben, und dann heiratest du irgendwann und dann in der Kirche oder im Standesamt. So, Rambo, Rambo und Rainer. Und alle lachen sich so kaputt. Ja, der Fall trat auch beim Abi-Ball, bei der Zeugnisausgabe ein, wo man dann dachte, wie heißt der nochmal? Oh, krass.
Ja. Würde ich meinem Kind auch gar nicht antun wollen. Es gibt zu viele Buchstaben für die normalen Kästchen manchmal. Man schafft Verwirrung. Muss einfach nicht sein. Wenn, dann für einen Namen entscheiden und dann einer, der nicht peinlich ist. Weder Rambo noch Ramon noch Reimer. Rainer. Das ist alles nicht so. Ich bin froh über meinen Zweitnamen. Erzähl mal. Kannst du den sagen? Willst du den sagen? Rocky. Ehrlich? Nein. Nee. Christoph mit PH. Ah, oh. Finde ich auch schön. Ja, mit PH ist schöner. Finde ich auch. Ja, ist nicht so prekariatsmäßig, wo man sich nur ein F leisten kann. Aber mit C. Ja, ja, klar. Ja, die C- oder K-Frage. Gibt es auch mit K? Heftig. Ne, man kann alles schreiben, wie man will. Man kann Kevin auch mit C schreiben. Ja, mit G. Aber wir hatten früher dann auch so Vornamen verglichen. Ich hatte einen Kumpel, der hatte 4 Vornamen. Entschuldigung. Das war dann schon ein bisschen übertrieben. Ist ja nicht auch so ein Limit, maximal 5? Weil sie ich sonst ich grüße hier mit Michael David Ludwig Werner. Gute. Ja, es gibt ja auch wirklich komische Namen. So Jimmy Blue Ochsenknecht, das hört sich an wie Blauschimmelkäse. Jimmy Blue. Feinwürzig. Ja. Ah ja, diese Promi-Namen sind eh manchmal albern. Ist das ein Tippfehler oder ist das ein Name? Ja. Okay. Mist. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss man auch so viel sich überlegen. Wie kann man den Namen in den Schmutz ziehen? Weil das Kind muss ja da durch. Die Kinder sind ja, ja böse und fies und gemein und entdecken Gemeinheiten, wo man sie selbst gar nicht für möglich hält. Ja. Und ich glaube, da muss man so alle Möglichkeiten durchziehen. Außer man mag sein Kind halt nicht. Dann würde ich halt auch Brunhilde in die Schule schicken. Oh, man mag schon bei der Geburt nicht, ey. Das ist schon hart. Vielleicht zu einem harten Leben verurteilen. Super. Ja. Ja, oder einfach diese Obstnamen, weiß ich nicht, Peach und Apple und weiß ich nicht, was sie da alles einbauen. Immer Tiger. Weiß ich nicht. So Namen, Heaven, wo ich mir denke, wenn das Kind größer ist, dann ist das einfach nicht mehr niedlich. Oder die Kinder vom Jamie Oliver, dem Koch, heißen dann auch Poppy, Honey, Daisy Boo und Petal Blossom Rainbow. Stellt euch mal vor, die werden Anwalt. Heißen nicht so die hier Dingsbums-Tiere vom Weihnachtsmann? Kann Jamie sein. Olivers Kinder. Definitiv. Nee, ich glaube, das ist irgendwie so Blitzen, Donner. Glissen. Ja. Rudolf. Und Rudolf. Ja, doch. Ja. Das ist wirklich schwer. Irgendwie einen Namen, wo man eine Abkürzung draus machen kann. Ja. Ja, es gibt so richtig fiese, da müssen wir mal recherchieren. Recherchieren, ja, all diese Jaden, Jaden, Joe, Riley, irgendwie sowas Pseudo-Amerikanisches, wo keiner weiß, wie er es aussprechen soll, wie man es schreiben soll. Und das Kind ist sein Leben lang am Buchstabieren. Das muss ich dann dem mal nicht antun. Ja, definitiv nicht. Am schlimmsten neben diesen an sich schon schlimmen Namen sind, glaube ich, so Namen, die sich offensichtlich auf Schimpfworte oder andere Worte reimen. Das ist, glaube ich, so das, was in der Grundschule oder so im Jugendalter ein bisschen schwierig ist. Oh. Im Übrigen, sein Kind bei der Geburt nicht mögen, wegen dem Namen. Johnny Cash zum Beispiel ist auf die Welt gekommen als J.R., also J.R. Ah ja. Der hieß, also sein Vorname heißt wirklich J.R.de. Hat nicht mehr. Krass. Also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass seine Eltern ihn nicht mochten, aber sowas geht auch. Ja, der schlug doch auch vor, einen Jungen Sue zu nennen. Fand ich auch lustig. Ja. Also nicht für den Jungen. A boy named Sue. So. Okay, ich habe nochmal die Namen gefunden der Kinder von Jamie Oliver. Poppy, Honey, Rosie, Daisy Boo, Pamela, Petal Blossom, Rainbow und der Junge Buddy Bear Maurice. Bier? Genau, wie Bär. Ach so, ich dachte, schade, ich dachte wie Bier. Das war cool doch Truff. Truff, genau. So sieht's aus. So, ja. Ich kopierte dann mal rein aus dem Wikipedia ein. Och, ach du Scheiße. Viel Spaß im restlichen Leben. Daisy Boo Pamela ist aber, boah. Poppy Honey, Rosie.
Ja, und jetzt übersetz mal. Das tut doch weh. Mohn, Honig, Röschen. Gänseblümchen. Buh. Wahrscheinlich schreiben sie eine Puh und machen sich einen Witz. Pamela, super. Blütenblatt, Blüte, Regenbogen. Aua. Ach, dieses Buh auch im Namen, ne? Da kannst du schon ausbuhen die ganze Zeit. Buh. Buddy als Vorname. Buddy ist doch eigentlich auch so Kumpel oder sowas, ne? Kumpel, Freund. Ja. Ja? Kumpelbär Maurice. Ja. Yeah. Glückwunsch. Naja. Aber vielleicht überlässt er ihnen ein großes Erbe und dann sind sie ihm nicht mehr ganz so böse. Hoffen wir es. Ja. Ist auch schön, wenn diese Klischeenamen, sagen wir mal, Chantal, sich als Menschen auch so verhalten, wenn es dann irgendwie so eine Berliner Göre ist, so eine Chantal, dann ist das irgendwie richtig mies für die. Stehe ich mir so vor. Ja. Oder so. Kevin und Jenny, so Standard-Klischee-Paar. Hm. Irgendwo hatte ich letztens auch noch einen lustigen Tweet gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den gerade in einer Sekunde wiederfinde. Ach ja, jemand hatte geschrieben, also sie ist Lehrerin, ein ganz normaler Tag. Schüler, Mathe fickt mich heute hart. Ich, Kevin. Schülerin, als ob dich einer ficken würde. Ich, Mandy. Fand ich irgendwie ganz lustig. Tja, genau das. Ist ja auch blöd, wenn man einen Namen hat, der ganz häufig vorkommt und dann ruft jemand Max und in der Klasse drehen sich fünf um. Okay, heutzutage rufen sie dann Leon Luca, aber trotzdem nicht so toll. Ja. Ach, und wenn man sich schon einen Namen aussuchen kann, den Nick, dann würde ich auch keinen nehmen, wo eben niemand weiß, wie man es aussprechen kann. Und damit meine ich jetzt nicht die, ein bisschen... Die richtig. Ja, das geht noch, aber es sind ich habe mir auch nicht ausgesucht. Stimmt. Entschuldigt, okay. Gibt dann auch welche mit welchen wilden Kombinationen, damit meine ich jetzt nicht mehr Leadspeak, sondern irgendwas, wo keiner eine Ahnung hat, wo es hier ist im Anfang und Ende und wie soll ich den nennen? Oder ist das männlich, ist es weiblich? Nee, warum gibt man sich diese Namen? Aber es ist wahrscheinlich genau so eine Suche nach, ich brauche jetzt irgendeinen Namen. Okay, nehme ich den, wie es halt bei mir war. Aber so geschlechtsneutral sind viele Namen, wenn man jetzt allein schon mal so in unseren Chat schaut, der so nebenbei läuft, da kann man jetzt allein am Namen nicht immer unbedingt rauslesen. Ja, Feststellung, ja. Unsere Leser, unsere Hörer sind geschlechtsneutral, nein. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich habe mich da ja auch schon oft ins Bett mit ihm getreten. Ah ja, okay. Ja. Übrigens schön finde ich die Entstehungsgeschichte vom Nick von Pibale, der nach seinem früheren Hund benannt ist. Der irgendwie gestorben ist, als er 12 wurde. Oh. So, wenn ich richtig gelesen habe. Das ist die bessere Variante zu, ich lasse mir das Bild des Hundes tätowieren. Definitiv die bessere, finde ich gut. Ja. Die Nix, die keiner aussprechen kann, beziehungsweise so peinliche Nix sind auf Barcamp-Vorstellungsrunden auch immer der Knaller. Wenn du dann irgendwie eine Frau da hast, so in richtig Business-Outfit, du denkst dir so, okay, die wird garantiert wahrscheinlich Twitter überhaupt nicht nutzen, wird sie wahrscheinlich gar nicht kennen, stellt sich dann auch wirklich so seriös vor. So richtig halt, wie man sich so ein Schlipsi nur weiblich vorstellt. Und dann kommt so nach leichtem Zögern irgendwie ihr Twitter-Nick und du denkst dir danach, okay, das ging jetzt leicht daneben, oder? Weil irgendwie so überhaupt nicht zu ihrem Auftreten passend, sondern so richtig so ein Spaß-Nick. Und mit Spaßnick meine ich jetzt nicht irgendwie, dass es witzig ist, sondern halt so von wegen, guckt mal, ich bin die Süße, die dann in der Disco mit jedem mitgeht oder so. Ah ja, peinlich. Boah, dann würde ich dann aber auch versuchen, dann irgendwie langfristig den Nick zu ändern, selbst wenn es jetzt damit verbunden ist, dass man teilweise online nicht wiedererkannt wird, aber soweit ist es ja dann eventuell echt peinlich, wenn es jetzt eventuell wirklich so ins Schlampige oder was du da versucht hast anzudeuten, dann geht, dann, ja, finde ich schon ein bisschen hart. Ja, definitiv so Klischee-Nicks, wo jeder gleich sagt, so einer. Deshalb sind vielleicht auch geschlechtsneutrale Nicks gar nicht so übel. Das erschwert es einfach vorher einzuordnen, männlich, weiblich, oberflächlich oder nicht.
sondern gibt einem die Möglichkeit, erstmal einen Eindruck zu machen, bevor irgendwie ein Vorurteil gemacht wird. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber genug über Namen gesprochen. Ja. Okay. Sprich doch mal über Sergei. Auch ein okayer Vorname. Ich habe Bücher gehört, und zwar 4 Stück, von Sergei Lukjanenko, und zwar Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts und Wächter der Ewigkeit. Und möchte kurz drüber reden. Ja, mach das mal. Wie man sich vielleicht anhand des Autorennamens schon denken kann, sind das russische Romane aus der Zeit so, keine Ahnung, irgendwann in den 90er Jahren ging es los. Und nach den 2000ern ist, glaube ich, der letzte erschienen. Ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also die Prämisse ist, dass es neben uns Menschen auch noch sogenannte Andere gibt. Andere sind Vampire, Tiermenschen, Gestaltwandler, Magier, Hexen und die leben unerkannt in unserer Mitte. Also die Menschen nehmen die eigentlich nicht wahr und die ziehen teilweise ihre Kraft von uns und damit die das aber nicht übertreiben, also dass die Vampire dürfen zum Beispiel nicht jeden töten, sondern es gibt ab und zu mal eine Lizenz und um das zu überwachen, dass sie nicht einfach wild irgendwas machen, gibt es die Wächter der Nacht und die Wächter des Tages. Die Wächter der Nacht sind Leute von den lichten Magiern und Wächter des Tages die von den dunklen Magiern. Jetzt ist Licht und Dunkel nicht gleichbedeutend mit gut und schlecht. Also es ist nicht unbedingt alle Dunklen schlecht und alle Lichten gut. Aber die unterscheiden sich so ein bisschen, dass die Dunklen eher alles für ihren eigenen Vorteil machen und die Lichten argumentieren, sie würden ja die Menschen als Quelle ihrer Kraft beschützen. Diese Prinzipien werden dann im Laufe der Romane auch so ein bisschen ins Wanken gebracht. Hauptperson ist ein Wächter namens Anton Gorodetzky. Der ist nicht in allen Romanen die Hauptperson, aber in den meisten. Und der ist bei der Nachtwache und ist am Anfang nur so ein Programmierer und wird dann das erste Mal auf Außenmissionen geschickt und kriegt so seine Mission und bekommt so nach und nach mit, dass das nicht nur so eine harmlose Mission ist, sondern dass sich da irgendjemand Höheres, irgendwas Größeres ausgedacht hat. Und jeder Roman, also der erste Wächter des Tages, Wächter der Nacht, beschäftigt sich halt hauptsächlich oder hat den Schwerpunkt auf dieser Nachtwache mit ihm als Hauptperson. Jeder der 4 Romane ist in 3 Geschichten unterteilt, die einigermaßen abgeschlossen sind, bis die nächste dann beginnt. Obwohl die auch alle so einen ganz dünnen roten Faden vom Anfang bis zum Ende haben. Also man bekommt im allerletzten Buch, in der letzten Geschichte noch irgendeine Anspielung auf den ersten. Aber ist nicht so dramatisch. Und im zweiten Teil werden dann die Dunklen eher beleuchtet. Da spielt dann unter anderem eine Hexe eine Hauptrolle. Und später in den Romanen kommt dann noch die Inquisition dazu. Die Inquisition ist so die dritte Macht, die wiederum zwischen den beiden richtet. Also wenn irgendjemand was Schlimmes angestellt hat von einer Seite, dann können die da eingreifen. Irgendwas, was das Gleichgewicht zwischen den beiden Mächten ins Wanken bringt. Und die versuchen es natürlich, weil eigentlich wollen die ja gewinnen und die anderen beseitigen. Aber das wollen sie schon seit Jahrhunderten und funktioniert halt einfach nicht. Ich fand das ziemlich unterhaltsam geschrieben, interessant geschrieben. Vor allen Dingen, ich habe noch nie Romane, glaube ich, aus Russland gelesen oder so. Und da sind halt ein paar so popkulturelle Anspielungen aus Russland halt. Also zum Beispiel die Hauptperson, oder meistens die Hauptperson, der Gorodetzky, hört, wie hieß der Vorgänger von MP3-Playern? Was zwischen Discman und MP3-Player? Minidisc, genau. Der hört Minidisc. Also zumindest, ich glaube, in den ersten beiden Büchern. Daran sieht man, also in dieser Zeit spielen auch die Bücher. Also es gibt schon Handys, aber es gibt erst, ich glaube ab Band 3 oder 4 gibt es auch MP3-Player anstatt Minidisc. Und der hört halt Minidisc und zitiert dann zwischendrin so Texte, die er gerade hört, die zu dem Geschehen passen.
Und das sind dann halt auch alles, ich glaube, bis auf einmal Rammstein, immer Künstler von aus Russland. Und scheinbar auch, ich kenne mich da absolut nicht aus, scheinbar auch nichts Erfundenes, sondern es gibt es wohl wirklich. Weil er erwähnt zumindest ein paar Mal einen Künstler namens Kipilov oder Kipolev oder so. Und den kenne ich vom Namen. Das ist ein relativ bekannter Sänger gewesen von der Heavy Metal Band. Und auch sonst so Sachen wie die Autos oder Zigarettenmarken oder so. Das ist halt alles nichts Westliches, sondern das sind halt russische Sachen. Das finde ich so halt mal ganz nett, dass das so eine Geschichte nicht bei uns spielt. Sagen wir mal, bei uns im Westen. Das spielt nicht alles nur in Moskau. Es spielt ein Teil in Moskau. Es geht mal nach Prag. Irgendwann sitzt auch auf Insel. So am Strand. Ja, nach Usbekistan, an die Krim. Genau, Krim. Und nach Irland. Das sind, glaube ich, so die ganzen Handlungsorte in den vier Romanen. Ja, das ist jetzt nicht so kitschiger Kram, wie, weil das angesprochen wurde im Chat, wie Twilight. Ganz so gar nicht. Also, nicht kitschig. Und es ist auch nicht so wie Suki Stackhouse auf Russisch. Obwohl ich hier Dings von True Blood auch sehr mag, aber so sehr kann man das nicht vergleichen. Also da liegt jetzt nicht so der Schwerpunkt auf den Vampiren oder so. Und so zwischen den Büchern, gibt es Cliffhanger zwischen den Büchern oder sind das immer abgeschlossene Sachen so? Selbst innerhalb der Bücher sind es so einigermaßen ab. Also wie gesagt, jedes Buch hat drei Geschichten. Ja. Die sind einigermaßen abgeschlossen. Die hängen zwar zusammen vom Handlungsbogen, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, dass man total das hinten total offenes Ende ist. Ja, es gibt auch so Zeitsprünge zwischendrin. Ich krieg's jetzt nicht auf die Reihe, aber zwischendrin sind manchmal nur ein paar Monate Pause oder es geht direkt im Anschluss weiter und manchmal geht's es sind 8 Jahre oder sowas dazwischen. Zwischen dem dritten und dem vierten, oder? Ja, ich meine zwischen den hinteren. Ja. Ja. Es ist auch nicht so total actionlastig, also es gibt da drin zwar auch Gefechte oder so, aber das ist halt viel, was dann auch damit, naja, man kommt da relativ leicht rein. Das wird schon so ein bisschen erklärt. Also ich fand's, ich habe manchmal so Bücher oder sowas, die lese ich oder höre ich, je nachdem, und denke mir so nach ein paar Kapiteln, nee, das ist nichts für mich. Und da wurde ich eigentlich relativ gut reingezogen, weil man schon mal gleich so ein bisschen mit Action startet. Es geht da drin halt auch um Politik, zwar Politik der anderen, aber auch um Politik und viel um was die Leute denken. Das ist halt, wie gesagt, man hat auch viel, was der Anton sich so denkt oder die anderen sich denken, je nachdem von aus welcher Position es erzählt wird. Ja, was ich gut fand, war, dass es nicht so ein klassisches Schwarz-Weiß-Böse ist. Das ist halt auch der Punkt. Also spätestens, wenn man dann zum zweiten Band kommt, wo dann die Dunklen die Hauptrolle spielen oder ein, zwei Dunkle, dann ja, dann ist das halt aus der anderen Sicht und man erkennt so ein bisschen, dass das stimmt nicht alles so, was die Lichten erzählen. Also ja, genau, das ist nicht so. Und selbst der Anton selbst kommt gelegentlich ins Grübeln, ob er da nicht nur ausgenutzt wird und dass das auch alles Quatsch ist. Und ja, auch dann die Hierarchien, dass man sieht, der ist dann doch Lichter hin oder her, nur so ein Er ist halt am Anfang sehr lange sehr stur und sagt halt, wenn er gut intern kritisiert hat, ist vielleicht manchmal, aber sobald er mit einem Dunklen zusammentrifft, sagt er, du bist böse, du bringst Menschen um oder du machst das und das und wir sind die Guten, wir machen nur gute Sachen und lässt halt kein Gegenargument gelten und weiter hinten verwässert das so ein bisschen diese Trennlinie. Ja, ich fand ganz gut, dass das mit dem Gleichgewicht so dargestellt wurde, dass es darum ging, gleich viel Gutes und Böses zu tun und nicht, dass sie dann so heftig versuchen, nur noch Gutes zu tun. Das war halt diese realistische Seite, neben dem, dass diese Lieder, die vorkamen, wirklich existieren zu scheinen, bei denen auch die Songtexte dann auftraten und die wirklich existieren zu scheinen. Und das war auch nicht alles so ganz fröhlich, sondern vielseitig. Die Ideen, das so in die Realität einzubetten, ohne das wie bei Harry Potter so komplett als Parallelwelt darzustellen, fand ich auch schön.
ja, mit den Schichten des Zwielichts und den Büros, die dann doch in der normalen Welt sind. Das muss man dann halt vielleicht auch noch so erklären. Die anderen, also es gibt unter den Menschen Leute, die eine besondere Fähigkeit haben. Und die können zu anderen werden. Und andere wird man, wenn man das erste Mal ins Zwielicht eintritt. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, so ein bisschen wie eine Schattenwelt. Also die Farben sind so ein bisschen weg und du verschwindest aus der Realität der Menschen und bist in der Schattenrealität. Du kannst die vielleicht so ein bisschen wahrnehmen, aber die dich nicht mehr. Und es kann jetzt noch viel komplizierter werden. Es gibt noch ganz viele Schichten von dem Zwielicht, je nachdem, wie tief man vordringt. Aber ja, das ist so eine Art Schattenwelt. Und wenn die Dunklen oder Lichten irgendwas machen, dann bekommen die Menschen das nicht mit. Also sie bekommen zum Beispiel mit, wenn da jetzt ein Kampf tobt im Zwielicht, dann sehen die Menschen es nicht, aber sie bekommen so ein Gefühl, ein schlechtes Gefühl und haben da keine Lust hinzugehen. Oder wenn sonst irgendwas passiert, das wird dann alles so ein bisschen vertuscht. Also Sachen, die die Menschen eigentlich wahrnehmen, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie sie wahrnehmen. So Sachen, so ist das so ein bisschen eingebettet da. Wie ist das denn? Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung bei so Romanreihen, die ja auch ziemlich seitenstark sind, glaube ich, dass also besonders in dem Bereich so viele, sehr, sehr viele Charaktere so am Anfang eingeführt werden. Kann man dann noch durchblicken oder ist das gar nicht so? Es sind nicht so viele. Okay, ja, das finde ich für mich immer ganz wichtig, weil ich das schon wieder dann vergessen habe, wenn ich dann weiter bin beim nächsten Band. Nee, also diese eine Hauptperson, Anton Gorodetzky, ist eigentlich in allen vier Bänden präsent, in drei davon eigentlich auch aus seiner Sicht. Okay. Und dann gibt es so ein paar Personen in jeder der beiden Wachen, aber das sind nicht so unglaublich viele, dass man da rauskommt. Also das ist relativ verständlich. Und du hast es als Hörbuch konsumiert? Ich habe es als Hörbuch gehört. Ungekürzt. 2,5 Tage. Oh. Also ich glaube, okay. Pro Tage 12 Stunden und alle ja, zusammen. Schön. Keine Ahnung mehr, wie der Sprecher hieß, aber es war eine relativ angenehme Stimme. Also gibt es ja dann auch manchmal, dass du irgendeine Stimme hast, die dich so ein bisschen nervt und dann kannst du dir ja nicht so ein Hörbuch antun. Ja, weshalb ich Bücher lese. Da gibt es keine nervige Stimme. Und ich muss auch aufpassen, da muss ich nicht so aufpassen, dass ich gleich wegdöse, weil ich in dem Moment nichts tue. Ja, aber ich kann beim Hören halt noch andere Sachen nebenher machen. Wie gesagt, wie einkaufen, wie Autofahren, wie sonst irgendwas. Du bist dann so ein Hörbuch-Zombie und läufst ferngesteuert durch die Regale. Wenn du nicht aufpasst, dann rammst du den Obststand. Ja. Kann man gleich noch drauf kommen. Aber ja, deswegen Bücher, also ich hab's halt nicht, dass ich irgendwo mit dem Bus oder der Bahn hinfahren müsste. Da ist das dann vielleicht angenehmer, wenn du was zu lesen hast und da so ein bisschen ausklinken kannst. Aber ich habe nicht so oft die Gelegenheit und ich habe auch nicht die Muße, mich hinzusetzen. Also ich habe das zwar öfters vor und habe ja auch ein paar Sachen auf meinem Kindle, aber ich denke mir dann, ach komm, schaust noch irgendeine Folgeserie oder machst noch das und das. Keine Ahnung, Unkraut jeden im Garten oder sonst irgendwie sowas. Hm. Und da kann ich dann halt immer das Hörbuch dabei hören, aber nicht das Buch lesen. Deswegen finde ich Hörbücher eine tolle Sache, nachdem Markus mich da kürzlich draufgebracht hat. Also in der Badewanne Hörbuch ist noch nicht so meine Sache, da eher Buch. Aber bei der Gartenarbeit, ja, höre ich auch Podcast. Ist definitiv praktisch. Hörbücher sind aber einfach viel zu langweilig, um das zu hören. Habe auch mal ein Paket gewonnen, Hörbuchpaket, irgendwie 21 Stunden. Ehrlich, das soll ich mir anhören? Nee. Ja, aber wenn du ein Buch liest, ich meine, es gibt ja schnelle und langsame Leser, aber wenn du so einen richtig dicken Schinken hast, 800, 900 Seiten, dann sitzt man ja auch wirklich lange auch selbst am Lesen dran, ne? Ja, aber es ist noch ein anderes Gefühl. Man hat das Buch, man merkt es, wie es auf der einen Seite leichter und auf der anderen Seite schwerer wird, weil die Seiten sich verlagern. Man hat dieses Papiergefühl, Papiergeruch, Bibliotheksbuch mit Flecken. Ist auch was Nettes. Man kann sich dann draußen hinlegen mit dem Buch und das lesen. Man hat das Gefühl, man hat was in der Hand und konzentriert sich mehr drauf. Man kann auch mal querlesen, wenn es ein langweiliges Kapitel ist. Genau, das. Das stimmt. Man kann auch mal zurücklesen, dreimal einen Satz unterstreichen, die Ecken knittern, was abschreiben. Wenn es ganz schlimm ist, verbrennen.
Leider. Ja, aber das ist schon wieder so ein bisschen diese romantische Vorstellung. Da war ich ja früher auch so auf diesen Trichter drauf. Aber mittlerweile geht es mir eher so um die praktischen Belange. Also ich finde zum Beispiel bei Büchern auch, also wenn es jetzt Text sein soll, kein Hörbuch unwahrscheinlich praktisch, wenn man zum Beispiel nach Worten suchen kann. Also bei E-Books. Insbesondere wenn es jetzt eher so ein Sachbuch ist. Bei Romanen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber da bei Romanen wiederum finde ich es unwahrscheinlich praktisch. Da habe ich jetzt allerdings kein Kindle, sondern nur eine Kindle-App, dass man sich Sätze raus, also so Bereiche, Kommentar schreiben kann, die auf Twitter teilen kann. Irgendwie, ich finde das schon ziemlich cool. Ja. Romantische Vorstellung hast du es genannt. Ha, okay, ja, ich gebe es ja zu. Durchsuchen, klar, bei Sachbüchern ist es praktisch. Ich fordere ja sowieso die Durchsuchungsfunktion fürs Real Life. Ja, genau. Wäre extrem praktisch, da finde man einfach mal wirklich mehr. Oder wenn du anfängst, das Buch zu lesen, gleich mal Durchsuchung. So, gibt es eine interessante Szene oder kann ich es mir sparen? Nur Bilder anzeigen. Ja, okay. Keine Lust zu lesen. Dann kannst du dir gleich entsprechende Bücher kaufen, ja. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass es auch zwei Filme zu der Buchreihe gibt. Also Wächter der Nacht, Notch neu, Dozor. Und Wächter des Tages. Die habe ich beide gesehen. Durchwachsen. Erstmal sind russische Filme. Das ist schon mal interessant. Das waren wahrscheinlich auch die ersten russischen Filme, die ich gesehen habe. Ich habe erst gelesen bzw. gehört und danach den Film geguckt. Das Buch kann man nicht so gut umsetzen. Allein wie angesprochen, dass es unterschiedliche Geschichten des Zwielichts gibt, wo die anderen eintauchen. Das haben die zwar versucht, interessant umzusetzen, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Und das Problem ist halt, dass die im Prinzip ist so ein Roman für einen Teil zu viel. Weil das sind drei unabhängige Geschichten. Wenn du das alles versuchst, in einen Film zu stecken, das funktioniert nicht so richtig. Und der erste war noch okay, den zweiten, den fand ich dann doch sehr unglücklich. Und was man dann natürlich machen muss, man löst sich von der Vorlage. Das heißt, du hast da drin noch die Figuren und ein paar gewisse Handlungen, die auch in Wirklichkeit vorkommen. Aber das passt nicht mehr so zusammen. Also fand ich nicht so gut. Ja, vor allem, wenn ich das bisher richtig mitgekriegt habe, ich habe erst mit dem ersten Teil, also Wächter der Nacht, angefangen zu lesen, verändert der Film einige Figuren vollständig. Allein die Eröffnungsszene im Film ist im Buch eine völlig andere Person, die durchlebt. Und es sterben Personen im Buch, die im Film nicht sterben. Und das sind völlig andere Kombinationen. Also, ja. Der Film ist da sehr frei und der erste war noch okay, einigermaßen okay. Der zweite, den fand ich dann doch sehr schlecht. Da merkt man richtig, wie die viel zu viel versuchen, da reinzupacken, aber nicht wissen, wie sie es vernünftig machen sollen. Ja, was mir halt beim ersten jetzt extrem aufgestoßen ist, ist die Figur Olga. Weil irgendwie im Buch, also zumindest bis da, wo ich bin, ist sie kein Mensch. Im Film wird sie irgendwie direkt zu einem Menschen. Ist sie nicht eine Eule im Buch? Ja, genau. Ja, ist sie im Film auch, aber im Film wird sie relativ schnell zu Menschen, während das im Buch schon länger dauert. Die Eulendressur war zu teuer. Beziehungsweise, also kann man vielleicht erzählen, Olga ist eine, weil es passiert ja relativ früh, Olga ist eine Magierin, die irgendwann mal irgendwas angestellt hat, wo man später ein bisschen mehr vielleicht drüber erfährt oder auch nicht. Und die wurde zur Strafe in einen Eulenkörper verwandelt, aber noch nicht mal in eine lebendige Eule, sondern in eine ausgestopfte Eule, die ab und zu lebendig wird und ganz, ganz selten sich in Mensch verwandeln kann. Und im Buch geht die gemeinsam mit Anton auf eine Mission und kann sich für kurze Zeit in Menschen verwandeln. So irgendwie, keine Ahnung, für eine Stunde und danach
ist er wieder im Eulenkörper. Während im Film geht sie auch mit ihm auf Mission als Eule, verwandelt sich in Menschen und bleibt ein Mensch. Durchgängig. Auch komisch. Und ich meine, die Filme, die das Original verfälschen. Ja, also muss man nicht sehen. Bananen, ich glaube, den ersten, den habe ich ja schon wieder vergessen, kriegt 5 Bananen, der zweite 2. Also wenig. Das ist ja die Hörbücher? Die Hörbücher. Natürlich haben die auch so ein bisschen mal zwischenzeitlich ihre Längen, oder wo du dir denkst, ja. Der einmal war sehr lustig, da habe ich schon gedacht, ja, ich weiß doch jetzt, wie das ausgeht. Und war echt so ein bisschen angenervt, weil ich gedacht habe, Mann, oh Mann, das sind jetzt noch 5 oder 6 Kapitel. Und dann kam es aber völlig anders. Ja. Da war ich sehr positiv überrascht. Natürlich haben die ab und zu mal ihre Längen, aber ich fand das sehr gut eigentlich, unterhaltsam, interessant erzählt. Naja, dann hat es doch einen Zweck erfüllt, wenn es unterhalten hat. Ich weiß nicht, kann bei Büchern nicht so unterteilen. Das ist entweder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Bei Filmen kann ich noch so sagen, war okay oder nicht so gut. Bei Büchern, wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es einfach. Das ist mir die Zeit dann zu schade. Von daher ist schon ziemlich gut. Keine Ahnung, 9 Bananen. Ja. Im Dezember erscheint übrigens relativ überraschend noch ein 5. Teil. Ursprünglich sah es so ein bisschen aus, als wäre das abgeschlossen. Aber es ist halt unheimlich erfolgreich und da legt er jetzt nochmal einen nach. Ja, aber das finde ich auch blöd, wenn sie noch nur wegen des Erfolgs nachschieben. Und ich überlege dann auch, lese ich das oder nicht? Das ist einfach schon zu lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Weiß ich nicht, bestimmt 3 oder 4 Jahre. Also ist deutlich was schon ein bisschen her. Außer vielleicht das letzte. Ja, ich bin ja jetzt praktischerweise da so noch ziemlich drin. Und, ja. Ja. Der war übrigens auch Drehbuchautor mit bei den beiden Filmen. Manchmal ist es ja so, dass die dann irgendwelche anderen Drehbuchautoren haben, die das verhunzen, aber das hat er mit selbst gemacht. Schön. Ja. Super. So macht man das. Naja. Lässt dann die jetzt richtig ab über den? Nein, werden sie nicht. Nein. Früher mal aber wirklich schön ablästern kann, sind andere Menschen beim Einkaufen. Wenn man so in der Schlange wartet, nichts zu tun hat, schön betrachten, was sie vor sich aufs Band packen, zusammenzählen, kombinieren. Ah ja, dieses Wochenende also Gulasch. Macht ihr das auch so? Kennt ihr das? Nee, das mache ich wiederum nicht so. Aber ich stelle mich auch prinzipiell an der falschen Schlange an. Das Gefühl kommt dann einfach nur so. Ich glaube, es gibt gar kein richtig und kein falsch. Es gibt kein gut und böse. Doch, man kann ja nachher vergleichen. Ja. Das war beim Aldi letztens. Gestern. Eine ziemlich lange Schlange. Und dann kam ding, ding, ding. Liebe Kunden, Kasse 1 wird geöffnet. Und dann... Ich bin gerade im Anlaufen gewesen, weißt du, war kurz davor, mich am Wandern anzustellen, höre das Ding, 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 weiche direkt aus und die andere Richtung, bin an Position 2 und vor mir so, ja, Geschwindigkeit beim aufs Band legen hat die nicht für so wichtig gehalten. Und das dauert ja dann, weil die können ja gerade bei Aldi oder so, haben die ja hinten dran keinen Auslauf. Und du stellst ja direkt hinter die Kasse deinen Wagen. Das heißt, die können nicht schon anfangen zu kassieren, das nach hinten schieben, bis du fertig bist. Und die müssen warten, bis du alles drauf hast, damit du mit deinem Wagen nach hinten fährst, um wieder einladen zu können. Mhm. Eigentlich müsstest du das mal ausreizen, wie lange die dich da stehen lassen und einfreuen. Ja, wie soll ja, die, das... Die helfen ja sogar manchmal mit dann. Ach so, okay. Dauert. Und wie willst du dann die Lösung machen? Weil meistens sind es ja ältere Menschen, die mit dem Einpacken nicht so schnell hinkommen. So eine Kasse von, weiß ich nicht, bis 20, eine Kasse bis 40 und dann eine Kasse 50 plus, oder wie stellst du dir das vor? Naja, die Sache war, es fertig zu führen. Als ich mit meinem Wagen fertig war, war derjenige schon weg, der an der anderen Kasse vor mir gestanden hätte. Das heißt, hätte ich mich nicht dahingestellt, wäre ich mindestens genauso schnell, wenn nicht noch schneller weg gewesen. Ja. Das hat mich geärgert. Aber irgendwie
Irgendwie triffst du da bei mir auch so einen wunden Punkt. Also irgendwie alle Aufreger oder sehr, sehr viele Aufreger in der letzten Zeit waren irgendwie alle im Supermarkt. Letztens habe ich mich noch darüber aufgeregt, dass die so manche Supermärkte, gerade neuer, der bei uns gebaut wurde, halt diese ganzen Alkoholiker da an der Kasse stellen, so als Impulsware für Alkoholiker. Da hat mich schon wieder genervt. Dann ich dachte, die stellen Alkoholiker an die Kasse, also so Alkoholiker. Oh, Feier. Nein, ich habe mich da auch schon mal an anderer Stelle drüber ausgelassen. Ich finde es halt irgendwie einfach fies, das da hinzustellen, wenn man es dann als Alkoholiker schon schafft, da durch den Supermarkt zu laufen und nicht zu kaufen sozusagen, ist ja auch immer teilweise eine Herausforderung, je nachdem wie schlimm das ist. Und dann wird man an der Kasse nochmal mit konfrontiert. Da kann man, finde ich, nicht sagen, das ist alles nur fürs Backen. Ja, und ja. dann Preise nicht ausgezeichnet, das nervt mich auch immer. Und ich will das eigentlich haben, kauf's dann aber nicht, weil nichts runtersteht und ich nicht weiß, wie teuer das ist. Also eine Sache. Es nervt auch unglaublich, also neben Preise nicht ausgezeichnet, wenn an dem Angebot 1,29 steht und dann kommen sie an der Kasse, ja, 1,49. Nein, da steht 1,29. Ja. Nein, mein Computer sagt aber 1,49. Geht er jetzt mal hin? Nein, ich kann doch hier nicht von der Kasse weg. Ja, und das Schlimme ist ja auch, ich vertraue den meistens, ne? Ich gucke meistens, ich überfliege so ein bisschen den Kassenbon manchmal, aber eigentlich packe ich es in den Wagen oder in die Tasche oder keine Ahnung und dann ist es weg und dann hat man vielleicht 3 Euro zu viel bezahlt. Ne? Wo ist denn deine gesunde Skepsis hin, Markus? Wo ist die gesunde Skepsis hin? Ich überprüfe das immer im Ernst. Und selbst wenn ich da nur 4,95 zahle oder so, ich zähle das immer nach. Aber wenn du so einen richtigen, sag ich mal, einen Wocheneinkauf oder sogar einen 2-Wochen-Einkauf sogar machst, ne, dann bezahlst du ja, was weiß ich, auch eine ganz schöne Menge und dann ist der Kassenbon auch entsprechend lang. Hat man da wirklich dann die Muße noch zu, dann alles durchzugehen? Ich weiß es nicht. Achso, okay, nee, ich guck dann nur auf die Endsumme und vergleiche das mit dem, was ich zurückbekam. Nochmal alles einzeln addieren. Ja, ich mache es teilweise, dass ich schon im Laden addiere, aber nicht, wenn ich Rieseneinkauf mache mit 30 Artikeln. Nein, da spare ich mir das auch. Obwohl mit Smartphone, ja, wenn man sowas hätte, ginge das sicher auch gut. Ja, aber für dann kann man Artikel richtig prollen an der Kasse, dann genau passend. 74,80 Euro. Ja. Ja. Aber wo du gerade die 1-2-Wochen-Einkäufer da erzählst, möglichst dann noch mit 2 Einkaufswagen oder so. Und dann kommst 2 Wagen? Und dann kommst du hinten dran und hast irgendwie, keine Ahnung, 2 Zucchini und 1 Milch. Und die sehen das und ignorieren dich. Und du stehst da hinten dran. Und das ist vielleicht die einzige Kasse, die offen ist. Die haben dann nicht mal richtig angefangen draufzulegen. Da könnten die doch einfach sagen, gehen Sie doch gerade vor, es dauert eh bei uns. Ja. Ich mach das. Also wenn ich das sehe, mache ich das, weil das ist mir einfach zu blöd, wenn ich weiß, der hinter mir, ich habe noch nicht fertig aufgeräumt, dann sind die schon durch. Ja. Und dann gibt's diese Leute, die das total ignorieren, obwohl sie es halt sehen. Also ich meine, wenn man es nicht sieht und sich total auf das Band konzentriert, okay, aber wenn sie sich noch umdrehen, dich anschauen und dann denke ich mir, ja, du siehst, ich habe nur die Sachen in meinen beiden Händen. Das hast du jetzt erkannt. Jetzt lässt du mich vor. Du musst warten. Ja, ich frage dann auch einfach, wenn die mich ignorieren. Dann sagen sie selten nein, weil wäre ja unhöflich. Das muss man sich aber auch erstmal trauen, finde ich. Ja. Schon klar. Ist mir dann auch wieder zu blöd. Ja. Kommt auf die Person an, so nette alte Menschen. Fragen und die sind meistens mild und freundlich. Aber wenn es die Mutti ist mit den 2 Kindern, die schon plant durch die Gänge rennen, muss nicht. Muss nicht sein. Oh, Kinder nerven auch. Also beim Einkaufen, wenn die da rumkreischen. Allgemein ist nervig, wenn sie rumkreischen in der Bahn, beim Einkaufen, im Kino. Ja. Ja, aber auch schlimmer finde ich dann die Eltern. Ich wollte das aber. Nee. Oh. Nein, du darfst dein Ü-Ei erst draußen essen. Ich war wohl früher auch einmal auch so ein AK. AK? Arschloch gehen. Okay. Hat meine Mutter mir erzählt, aber das war wohl nur einmal, wo das vorgekommen ist. Meine Mutter hat mich nie AK genannt. Sie mich auch nicht, das ist ja. Mich hat wohl mal ein Lehrer ins Klassenbuch eingetragen mit KA. Keine Ahnung. Ja. Auch nett. Ja.
Kinder quengelt an der Kasse. Super Sache. Ich finde es aber manchmal noch schlimmer, also ich hatte das letztens, war jetzt ein konkreter Fall, als dann eine Mutter ihre Tochter da im Supermarkt richtig schreiend voll fertig gemacht hat, was sie doch für ein scheiß Blach wäre und so. Boah, und generell so in öffentlichen Plätzen. Ich finde das sowieso schon ein Unding, dass man sowas macht, ne? Und dann noch in so öffentlichen Plätzen, wo dann alle auch in die Richtung schauen und dann das Kind steht da und ach, fand ich irgendwie doof. Das finde ich dann auch furchtbar. Überhaupt ja. Menschen, die so viel reden und oder Podcast. Schreien oder so beim Einkaufen. Oh, wollte ja. auch gerade sagen, Menschen, die viel reden, Podcaster. Ew. Ja, oder die mich ansprechen, obwohl ich mein Hörbuch im Ohr habe. Hallo? Hallo, junger Mann? Menschen, die Können sprechen wir mal wollen. Helfen? Ja. Hatte ich letztens Salat gekauft und dann tippt mich einer so auf die Schulter und ich habe schon gedacht, keine Ahnung, ist meine Mutter, die vielleicht auch da einkaufen ist oder sowas, ein Typ, den ich aber nicht kannte, Finger aus dem Ohr genommen und dann so, was muss man denn bei dem Salat drücken? Den Strunk! Nichts, da steht Stückpreis. Ja, und wo ist der Stückpreis? Da müssen Sie nichts drücken. Das eine Stück hat einen Preis, das steht da. Das wissen die an der Kasse dann. Naja. Oh. Aber da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass genau in der Sache bin ich manchmal ein bisschen vergesslich. Weil meistens gehe ich in den Supermarkt, wo eine Kasse abgewogen wird und ab und zu gehe ich aber auch ein, wo man abwiegen muss. Und dann vergesse ich das schon mal. Und das ist dann immer blöd, weil dann muss man zurückrennen und alle müssen warten und total nervig. Also zumindest beim Real bei uns, da haben sie mittlerweile in der Kassenzone auch noch Wagen. Ah, okay. Für die Vergesslichen. Ja. Ja, aber die Leute sind auch nervig, die ihren Wagen an die Kasse stellen, dann aber nochmal quer durch den Laden rennen, um, ich weiß es nicht, die Servietten oder sowas zu holen oder irgendwie sowas, ja. Also die irgendwie einen halben Einkauf erledigt haben, dann ihren Wagen an die Kasse stellen, um die restliche Hälfte des Einkaufens zu erledigen. Na und du stehst dann vorne dran, geht's weiter. Da denkst du, ja, was mache ich jetzt? Schiebe ich den Wagen einfach mal weg? Naja, aber ich kenne das auch, dass ich an der Kasse stehe, dran bin und dann fällt mir auf, verdammt, ich habe die Eier vergessen. Und dann flitze ich halt nochmal nach hinten und hole die, weil sonst müsste ich mich nochmal in den Laden bewegen, nochmal anstellen. Und es würde mich einfach viel mehr Zeit kosten und letztendlich an der Kasse auch mehr Zeit kosten und andere höchstwahrscheinlich damit aufhalten. Aber dafür gibt es Einkaufszettel. Ich habe da sogar eine App für. Ja, Glückwunsch. Yeah. Ja, Bibale fragt, wieso gibt man Kassierern nie Trinkgeld? Auch eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, aber weil bei so Leuten, das landet ja eigentlich nicht bei denen. Ja. Dürfen die vielleicht auch gar nicht und keine Ahnung. Bevor ich bei irgend so einem Großkonzern oder sowas, jetzt Fastfood-Kette oder Supermarkt, ist Quatsch, passt so. Ja. Denke ich mir, denen schenke ich nichts. Also dem Laden. Ja, aber ich glaube, das ist generell so, dass die da auch von der Leitung her oder von der Organisation so drauf sind, dass die Kassiererinnen gar kein eigenes Geld mit an der Kasse nehmen dürfen. Wenn du dann mitbekommst, was da schon mal passiert, weil 10 Cent fehlen, ne? Gekündigt. Genau. Ja. Genau. Ja, Knut hat ja auch chatintern geantwortet, bei Netto und Aldo, klar, Aldi weiß er, dass es nicht erlaubt ist. Es gab doch auch diesen Prozess um die Kassiererin bei Kaisers in Berlin, die dann so und so viel Cent Pfandbon oder was war Pfandbon überbehalten hatte und deshalb gekündigt wurde. Also ich denke, die dürfen das gar nicht. Auch schön unfair. Okay, ja, davon abgesehen bekommt auch nicht der Lehrer Trinkgeld. Hey, das war aber gerade eine schöne Stunde. Hier, bitteschön. Ja. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, oder im Flugzeug, alles klatscht Applaus und die Stewardess geht mit dem Hut rum. Ja. Man wirft da 2-Euro-Stücke durch den Gang. Haben sie aber schön gelandet, gut gemacht. Ja. 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 Nee, was ich aber schon mal gesehen habe, ich habe ja damals neben Abi, hatte ich ja schon tausendmal erzählt, auch im Supermarkt gearbeitet als Telefonist und so. Und da war es dann manchmal so, dass so ältere, insbesondere ältere Damen irgendwie mal gegen Weihnachten so der Kassiererin eine Packung Merci oder sowas geschenkt haben. Sowas fand ich auch immer ganz nett. So wenn man, sag ich mal, immer den gleichen Laden hat und ein ganzes Jahr über hingeht,
fand ich dann irgendwie eine nette Aufmerksamkeit so. Ja, wenn man mit denen über diese Stufe Dienstleister hinaus will und in Bekanntschaftsverhältnis, kann man das machen, aber sonst. Ja, nette Geste. Ja. Aber, Muss ja nicht übertreiben, aber ja. Genau. Das ist auch das Mindeste, wenn sie sonst alles mit 1-Cent-Stück bezahlen. am liebsten stimmt. Beim Bäcker, da habe ich es erlebt. So, Brötchen, nehme ich 2 Stück, kosten jeweils 43 Cent. Ach, Moment, ich kann das auch auf 5-Cent-Stücken zusammenbasteln. Obwohl, ja, bei Aldi machen die es ja, also ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei denen bei mir. Ich rede im Übrigen über den so viel, weil ich da so gerne hinfahre, weil der hat eine Tiefgarage und da kann ich mit dem Fahrstuhl in den Supermarkt hochfahren. Mhm. Ist total praktisch, weil niemand außer mir die Tiefgarage nutzt, alle anderen parken oben in der Sonne. Und auf jeden Fall, da kommt dann der Betrag, dann fragen sie, bezahlen sie bar oder mit Karte, und dann sagst du bar. Und dann machen sie schon die Kasse auf und zählen schon das Wechselgeld ab. Ja, das heißt, cool. Du hast noch nicht mal geguckt, ob das ihnen vielleicht passend gibst. Da haben sie schon das theoretische Wechselgeld, was sie dir geben müssen. Ja. Tja. Das setzt einen auch ein bisschen unter Druck. Finde ich andererseits auch wieder gut. Habt ihr schon mal so Erfahrungen mit Selbstbedienungskassen gemacht? Bei Real gibt es die ja zum Beispiel auch, Spritti. Oder hast du schon mal ausprobiert? Ich habe noch nie mit Karte bezahlt. Noch nie mit einmal Karte? Einmal in meinem Leben mit Karte bezahlt. Oh, da bin ich ja ganz anders drauf. Ja. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen oder wir wollten mal drüber sprechen. Auf jeden Fall, ich bezahle immer nur bar. Das ist furchtbar, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich mit meiner Karte bezahlen kann. Ich habe das noch nie gemacht, außer einmal an irgendeinem Automaten irgendwie was mit der Karte gemacht. Geht mir eh nicht. Ich sag mir auch nur, Bares ist Wahres. Und ich muss da nicht überall die Spuren hinterlassen, quasi Daten. Klar, dann fällt das lästige Zählen weg. Und ich muss das nicht mit rumsteppen. Aber irgendwie, anderer Punkt ist auch, wenn das halt erfolgreich ist, fallen da halt auch die Arbeitsplätze weg. Das sind ja eh schon nicht die bestbezahltesten. Mhm. Ach so, ja, klar. Das war damals auch eine Diskussion. Nur irgendwie war da auch ein Gegenargument, was mir jetzt dummerweise nicht einfällt. Super. Alle verlorenen Argumente nach 2 Monaten nochmal anführen. Ja. Gezeigt gegen ein Wort mehr. Also so eine Selbstbedienungskasse ist mir noch nicht über den Weg gelaufen bisher. Ich finde das, ja, also ich weiß, dass sie gibt bei Aldi auf jeden Fall, aber ich habe sie noch nie genutzt. Bei Aldi sogar? Nee, nicht bei Aldi. Ich bin jetzt auf dem Aldi-Trip. Nee, natürlich bei Real. Ja. Okay. Obwohl das ja als Kind fand ich das ja immer toll, dass sie über diesen Akku ziehen. Ja. Fand ich auch noch die Müllabfuhr toll. Also finde ich immer noch toll, aber ich hätte jetzt heute nicht unbedingt Lust, dass man so früh aufstehen. Obwohl früher bei Aldi, das fand ich ja noch cool, wo die Preise noch alle auswendig kannten. Und das ja immer noch schneller ging als mit den Scannerkassen, ne? Ja, so für Obst. Du, Erna, wie viel kostet der Rotkohl? Ja, aber ansonsten echt, das ging ratz. Die da getippt haben, die Preise. Das fand ich cool. Ja, natürlich konnte man das auch nicht so gut überprüfen und war klar, dass das irgendwann sich ändert, aber. Ja, ich hab auch mal gehört, weiß ich jetzt nicht genau, ob das alles stimmt und so, aber dass die Kassiererinnen leistungstechnisch auch teilweise danach bewertet werden, wie schnell die Waren übers Band fliegen. Und also nicht mehr der Prozess, wo der Kunde schon sein Geld rausholt, sondern nur das übers Band ziehen und dann Betrag X muss bezahlt werden bis zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich wiederum doof, weil ich dann manchmal den Eindruck habe, ich kriege gar nicht alles nach in meinen Einkaufskorb oder in meiner Tasche oder je nachdem, wie ich da gerade stehe. Und das ist dann, finde ich, dann manchmal ein bisschen stressig. Entsteht vielleicht noch ein ganz anderer Effekt. Sie schiebt einfach Sachen mit rüber und markiert sie halt nicht, checkt sie nicht ein. Das wäre doch toll. Ja, das wäre toll für dich, aber das kann der Supermarkt an sich nicht wollen, würde ich mal vermuten. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber eigentlich hast du ja auch immer dieses Piep, Piep, Piep. Ja, was du immer merkst. Da schiebst du 5 Kiwis rüber und da bemerkt sie XY eine davon nicht. Okay, dann geben sie mal eine Zahl, ein blödes Beispiel. Irgendwie Kleinkram. Kiwis musst du eigentlich auch. Nee, ist Stückpreis, ne? Stückpreis, genau. Meistens 19 Cent. Ja. Jetzt mal abgesehen von der Kasse, ich finde, Leute verhalten sich so doof. Leute Menschen. Sind also meistens generell so, in drin, wenn du
Ja, du bist in einem Gang mit deinem Einkaufswagen und dir kommt jemand mit seinem Hacken Porsche entgegen. Und dann, du siehst ihn auf dich zukommen, du gehst nach rechts zur Seite, der geht in dieselbe Richtung. Dann denkst du, gehe ich nach links, geht er auch nach links. So immer auf Kollisionskurs. Oder so deppe Sachen wie, hatte ich letztens einfach am Ende vom Gang, also wenn du deinen Wagen abstellst, dann machst du es ja am Kopfteil. Mhm. Also stellst du ihn ja nicht kreuz und quer in die Gegend, sondern du machst am Kopfteil, sodass noch genug Platz ist, für alle irgendwo vorbeizukommen. Nein, die stellen ihn dann mitten am Gangende hin, sodass du halt nicht durchkommst. Anstatt einen Meter nach vorne zu schieben, wo vor den Tiefkühlpizzas steht oder so, wo es keinen stört. Ja, Rechtsverkehr wäre auch mal nett, wenn man das im Supermarkt hat. Klar, man will sich immer schön am Regal lang schieben, aber wenn Gegenverkehr kommt, ist das Müll. Oder auch wenn man um die Ecke will, von der Tiefkühltruhe zum Obstregal, nee, die stehen nicht zusammen, wie auch immer, fährt man die anderen fast um. Ich bin für die STVO, gilt auch hier oder sowas. Ja, also da denke ich mir auch, die denken nicht mit. Denken, naja, die werden allein da. Die sind mental mit der Einkaufsliste beschäftigt. Käse, Paprika, Butter, was war denn noch? Oh, umgefahren. Ich versuche auch nach Möglichkeit, wenn es geht, entweder spät abends, so zwischen 8 und 22 Uhr, oder früh morgens, so ab 7 Uhr dann einzukaufen. Bei uns haben die meisten Supermärkte eine Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr, aber es gibt schon welche, die dann also der Real zum Beispiel 21 haben. 7 bis 22 Uhr auf. Und dann bist du halt entweder ganz früh da, aber dann hast du das Problem, dass vielleicht noch nicht alles eingeräumt ist. Die ganzen frischen Sachen. Und abends hast du das Problem, dass es vielleicht schon weg ist. Aber ansonsten, wenn es so voll ist, so viele Menschen, so voll und alle so unfähig und alle stehen dir im Weg rum. Ich finde das so anstrengend. Ja, du stehst wahrscheinlich selber im Weg rum manchmal und merkst das nicht. Nein. Okay. Ich bin derjenige, der nicht im Weg rumsteht. Okay, dann nehme ich alles zurück. Geisterfahrer, Hunderte. Ich finde es auch irgendwie so geil, wenn so eine Einkaufssituation wie mein Kumpel Dennis da von der Kauderwelsch-Avantgarde, der hat halt einen Supermarkt direkt nebenan, der hat von 7 bis 12 Uhr auf, ne? Du kannst da also noch kurz vor 12 einkaufen gehen, wenn du wolltest. Und dann kann er mit seinen Einkaufswagen in Aufzug gehen und in seine Wohnung fahren mit dem Einkaufswagen und den dann wieder zurückbringen. Boah, das ist so geil. Wahnsinn. Ja. Auch nett. Ja, hier ist auch ein Rewe oder sowas, der bis 24 Uhr auf hat. Ja. Lest ihr eigentlich die Werbeprospekte? So, wenn Aldi sagt, ab diese Woche gibt's XY und ihr kauft dann die Gartenmöbel davon oder so? Ja, wie schon in der letzten Folge erwähnt, habe ich das Aldi-Prospekt gelesen, gesehen, es gibt einen Eierkocher und jetzt habe ich mir gestern einen Eierkocher für 9,99 Euro bei Aldi gekauft. Schon ausprobiert? Nein, noch nicht. Wird noch. Aber schon ausgepackt. Ich mache das auch. Also, keine Ahnung. Wenn ich die in die Hände bekomme, dann blätter ich die eben durch. Und ansonsten auch mal so, weiß ich nicht, wenn es mal Langeweile gibt oder so, auch mal per App auf dem Handy halt, ne? Aber ich gucke das nur so durch, um vielleicht auch Anregungen zu bekommen, was man einkaufen könnte oder was so Interessantes. Aber ich gehe die jetzt nicht durch und vergleiche die Angebote oder sowas oder sehe, oh, da kostet die Butter 69 Cent, da kostet 75. Nein, das mache ich auch nicht. Meine Oma macht das scheinbar noch aus Gewohnheit. Sie geht ja nicht mehr einkaufen, sondern ich oder meine Mutter gehen für sie einkaufen. Und dann heißt ja, hier, du musst zum Rewe, musst du die Butter holen, den Kaffee beim Real und das da und da und dann so, nein. Spezial. Supermarkt. Aber ich habe es dann manchmal schon, muss ich zugeben, dass, wenn ich irgendwie im Prospekt was sehe, was man irgendwie auf Vorrat einfrieren kann oder so, was weiß ich, Gemüse oder keine Ahnung, was man so hat und dann sehe ich da und dann denke ich mir, ach ja, dann gehst du mal da einkaufen jetzt. Ja, also ja. Angebotskäufe kenne ich auch, wird gemacht, aber jetzt nicht, weil Ketchup im Angebot ist, davon der ganze Kasten oder Karton gehortet. Ja. Nein, muss nicht sein. Und das Einkaufen in mehreren Supermärkten, ja, kenne ich. Also, wir haben einen Platz, da gibt es einen Rewe, einen Aldi und einen Bäcker. Dann wird immer erstmal alles beim Aldi besorgt, was man da kauft.
die Spezialartikel, weiß nicht, so exklusiver Kram wie Ziegenkäse mit Kümmel, griechischer Joghurt, das, was es halt grundlegend bei Aldi nicht gibt, Filoteig kommt dann von Rewe und so Brotbackwaren kommen dann vom Bäcker. Dann hat man alles auf einem Parkplatz und trotzdem die Sonderwünsche erledigt. Das ist natürlich optimal. Extra umherfahren kostet zu viel Zeit. Ja, und teilweise auch Sprit, ne? Dann lohnt sich das manchmal gar nicht, wenn dann Leute irgendwie noch 6 Kilometer fahren, nur um einen Kasten Bier günstiger zu kriegen. Aber Sprit, ich fahre recht oft mit dem Rad einkaufen. Also es gibt einen Wocheneinkauf bei uns mit dem Auto, erledigt einer. Und wenn dann noch festgestellt wird, hey, wir haben keine Eier mehr, dann fährt halt jemand mit dem Rad los. Oder für kleine Sachen, muss ja nicht immer ein Kasten Wasser sein, kann man einfach mal mit dem Rad fahren. Einkaufskorb ran, fertig. Ja. Ich will übrigens auch keine verdammten Treuepunkte oder sowas. Und auch keine Deutschlandcard. Nein. Ja. Was ist denn eine Deutschlandcard? Ich kenne nur die Payback-Card. Keine Ahnung, irgendwie bei Edeka? Da liegt die hinten schon im Umschlag, die fertige Karte. Und kleine Kinder mal, oh, eine Karte. Ich will eine Karte haben. Ja, okay, dann füllt sie es einmal aus. Doch keine Karte. Keine Ahnung, Treueaktion-Kram. Was ich noch nie rausgefunden habe mit diesen Treueaktionen, ich habe mir das noch nie so richtig angeguckt. Da gibt es dann irgendwie 5 Euro Einkaufswert ein Sticker oder so. Und dann kriegst du nachher Schmuck oder Koffer. Und die sind aber teilweise so teuer. Warum lacht ihr? Warum ich lachte? Ich las hier von Vibale, als mein Opa starb, haben wir 2 Regentonnen mit Waschpulver im Keller gefunden. Muss wohl mal im Angebot gewesen sein. Meine Oma hat das damals noch gekauft und eingelagert. Oh Gott. Das erinnert so ein bisschen an, was war denn das, Ödipus? Nee, nicht Ödipus. Oder irgend so ein Loriot-Film, wo der in Rente geht und dann die Einkäufe managt und dann kommt so palettenweise das Klopapier und sowas. Aber das kenne ich auch. Wir lagen dann auch ordentlich Lebensmittel. Papa an Supporters war das, glaube ich. Herrlich, stelle ich mir wirklich super vor. Und ich weiß genau, bei meinen Großeltern lagern da auch hunderte von Gläsern Marmelade und Kompott und weiß ich was für Kram im Keller, dann plus Tiefkühltruhe mit Schinken und Gemüse. Das wird ja auch ein Spaß. Oh, letztens habe ich ja noch die Härte gesehen, hat jetzt nichts mit Supermarkt zu tun, aber da gab es irgendwie so ein Promotion-Prospekt, ich glaube, das war von Vodafone Korea oder so eine Prepaid-Karte. Jetzt gewinnen, 1 Million Guthaben. Ne? 1 Million Euro Gesprächsguthaben. Ausnahme, Sonderrufnummern, Ausland und so weiter. Ne? Letztendlich blieb da nur noch über Festnetz und Mobiltelefone. Natürlich SMS, MMS und Gespräche. Ne? Und dann war es aber so, dass dieser Promotion-Zeitraum, man konnte den irgendwie, sag ich mal, bis zum 31. da einreichen. Und man hatte dann irgendwie 1,5 Monate, um die 1 Million Euro anzutelefonieren. Das fand ich auch so bekloppt. Da hat man ordentlich zu tun. Ja. Naja. Ja, viel Spaß. Das heißt ja auch mal, Frauen gehen total gern shoppen, wenn wir jetzt rausgehen aus diesem Supermarkt. Nein, verstehe ich nicht. Es ist ein ganzer Tag meistens, der dann wegfällt, dann rennt man durch die Gegend. Irgendwelche Menschen, die sich um einen rumdrängen, dann schubst man sich bei H&M durch, um festzustellen, sieht eh alles scheiße aus, will ich nicht haben. Da fällst du aber schon ein bisschen aus dem Klischee. Ja, Klischee. Ich habe noch nicht viele erlebt, die nicht total begeistert vom Shoppen sind. Warum denn total begeistert? Wie gesagt, man latscht sich den ganzen Tag die Füße ab und auch noch Glück hat, sinnvoll, es ist ja nicht mal Shoppen, es ist ja eher Watching und hängen lassen für später vielleicht. Ja, genau, für später so vielleicht. Wenn dann jetzt. Das ist aber schön. Ja, dann kaufst du doch. Ja, nee, vielleicht finde ich ja noch woanders was. Ich hänge das mal dahin. Ja, genau. Dann gehst du zum nächsten Laden. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema, was wir irgendwann nochmal aufmachen wollten. Ach so? Ich wollte nochmal kurz darauf zurück. Was mich nervt, noch mehr als diese Treuepunkte und diese Payback-Karten und sonst sowas, sind diese, was die bei Real in letzter Zeit hatten, diese Dominosteine oder Murmelkugeln oder
sonst irgend so ein Scheiß, den du pro 20 Euro Einkauf bekommst, du so einen Stein oder sowas. Hauptsache sammeln. Hauptsache Wohnung vollrumpeln. Oma total muss auch Spaß alle haben, wenn die Waschmaschinentonnen voll sind. Ach nee, Waschpulvertonnen, entschuldigt. Ich weiß auch nicht, was das soll. So alberner Quatsch. Ja. Knut wollte uns ja schon Schluss machen lassen. Wir können ja zum Abschluss, wir schon über anderthalb Stunden sind, darüber Expendables 2 reden. Oder Markus? Da kommt mir nämlich auch gelegen, weil nächste Woche habe ich bestimmt schon wieder vergessen, um was es geht. Eigentlich habe ich jetzt schon wieder vergessen, um was es geht. Ja, ich auch schon fast, obwohl ich es gestern gesehen habe. Weil das ist auch so der typische Film, das ist so, die Handlung ist da nach noch nicht mal sekundär. Das ist total unwichtig und auch egal und undurchsichtig. Ja, nur Geballer. Das ist was für Leute, die noch an den 80ern, Anfang 90er Elden hängen. Ist so ein bisschen Trash. Expendables sagt ja wahrscheinlich jedem was. Das ist dieser Film, wo alles mitspielt, was im durchwachsenen Film Rang und Namen hat. Sylvester Stallone, Jason Statham, obwohl ich den ja sehr mag, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, dann noch ein bisschen unbekanntere Leute, wie, keine Ahnung, so ehemalige Boxer oder UFC oder Wrestler oder sowas. Ich hätte mir eigentlich gedacht, als sie jetzt beim Film ansprachen, dass da irgendwie eine Expertin kommt wegen dem Safe, dass da irgendwie auch noch so ein neuer Charakter reinkommt oder so, der sehr bekannt ist, aber die kannte ich gar nicht. Oder ist die bekannt, die Asiatin da? Kennst du die? Nanyu, aha. Ne, kannte ich nicht irgendwie. Oder zumindest nicht bewusst. Vielleicht bist du schon mal im Film. Also von den Filmen her, wo sie mitgespielt hat, Da Sheng, Yu Shi Shang Tong Zhu, Yi Feng Li, Wu Ren Qiu Fang Si Qiu Niang. Also sind alles scheinbar nicht so jetzt die Filme, die man so kennt. Aber wahrscheinlich irgendwo da in China dann ein größerer Star. Charisma Carpenter spielt noch eine der Frauenrollen. Nebenrollen. Mhm. Die kennt man vielleicht noch aus der Action-Horror-Serie Buffy. Ja. Wie fandst du denn so diese Spoiler? Kann man noch sagen, um was es geht? Ah ja. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Also Sylvester Stallone ist natürlich so ein Söldner mit anderen Söldnerkumpels und wird von Mr. Church, gespielt von Bruce Willis, angeheuert, einen Job zu machen und gibt's ein bisschen Ärger und geht nicht so gut und dann sind wir auf Rache, also nicht gegenüber Mr. Church, sondern gegenüber dem Bösewicht. Mhm. Lustig, der ist bei der IMDb, heißt ja nur Villain. Also haben sie ihm scheinbar keinen Namen. Ich kann mich auch im Film nicht mehr erinnern, ob der einen Namen hatte. Nee, war scheinbar wirklich einfach nur Bösewicht. Ja. Jean-Claude Van Damme. Machen sie Jagd auf den und viel Geballer und Pistolen und Krach und irgendein Dorf in, keine Ahnung, wahrscheinlich Europa, Osteuropa. Russland irgendwo, glaube ich, ne? Ja. Männer versklavt werden und die Frauen mit Gewehren gegen die bösen anderen Söldner sich auflehnen. Ach, hanebüchener Kram. Ja. Das ist genau wie im ersten Teil, wo auch irgendeine Karibikinsel-Diktator-Sturz. Ist ja auch sowas von egal, die Handlung bei diesem Film. Ja, aber die Handlung ist auch irgendwie, ja, echt, keine Ahnung. Total nichts sagen, oder? Ja, ja. Total. Ja. Aber es macht echt, also wenn es einen Reiz gibt bei dem Film, so schon die Action wäre und dann vielleicht so Szenen jetzt mit Chuck Norris oder so. Chuck Norris mag ich ja nicht. Magst du gar nicht? Ah, ich fand so dann ganz gut, wie sie ich denke mal, das ist jetzt nicht ein großer Spoiler, schon so ein bisschen auf die Chuck Norris Witze lustig, das Ganze so parodiert haben. Dass Chuck Norris selbst einen Chuck Norris Witz erzählt. Ja, das fand ich auch. Das war eigentlich fast die beste Szene aus dem ganzen Film. Das war großartig. Und was auch noch sehr großartig war, ein Dialog zwischen Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. Wo Arnold Schwarzenegger sagt halt ständig, I'll be back. Ja. Und Bruce Willis sagt dann irgendwas, ach komm, du bist nicht back, du bist sonst irgendwas. Und dann sagt Arnold Schwarzenegger, nee, ich weiß gar nicht mehr. Bruce Willis geht, glaube ich, irgendwo hin und sagt, hasta la vista, Baby, worauf Arnold Schwarzenegger dann sagt, yippie-ki-yay, Schweinebacke. Also wenn man so die 80er-Filme und sowas von denen gesehen hat, dann sind da sehr lustige Anspielungen teilweise drin.
Ja. Auch in den Dialogen. Und ich fand, der erste, der hat sich noch ein bisschen ernst genommen. Den zweiten empfand ich jetzt so, als würden die sich gar nicht mehr ernst nehmen. Es geht nur noch um, möglichst viele Leute unterzubringen, lustige Dialoge zu haben und alles mit einem sehr extremen Augenzwinkern zu machen. Ja. Weil das gerade im Chat gefragt wurde, Pendolino, das ist ein Film eher für DVD-Abend. Ja, würde ich auch sagen. Also ja. Ins Kino muss man dafür nicht gehen. Da kommt vielleicht, der Bombast. Wegen der Action oder so, ne? Aber, der Bombast, naja. Wenn der Sound dann noch von der Seite kommt und so weiter, schon, aber man verpasst, glaube ich, nichts, wenn man den auf DVD sieht. Soll ich euch mal was beichten? Ihr habt am Anfang gesagt, die Handlung kennt jeder. Ich kenne den Film gar nicht. So. Dann, haben wir gesagt? Ehrlich? Ja. Ja, ne, die kennt nicht. Also die Handlung ist wahrscheinlich irgendwie ein Film. Die Handlung ist egal. Es gibt keine Handlung. Also, die ist sowas. Die sind einfach nur die ganze Zeit geschossen und geballert und keine Ahnung. Dann hat irgendjemand so eine krasse Waffe, wie er da alle weg. Ach, keine Ahnung. Also, wenn man irgendwie danach aus ist, so einen reinen Actionfilm mit viel Geballer zu sehen, ohne viel Nachdenken, dann ist man damit, glaube ich, gut beraten. Genau, ich habe am Anfang gesagt, die Handlung ist nicht mal sekundär, sondern die ist noch interessanter. Ja. Das hatte ich eigentlich gesagt. Also, Quatsch. Die ist. Ja. Der Punkt ist ja, ich kann dir nicht mehr alle Details von dieser Handlung erzählen. Nee, und es ist jetzt noch nicht lang her, dass ich den Film gesehen habe. Und bei Markus fängt es jetzt auch schon an, der hat ihn gestern gesehen oder so, ne? Ja, genau. Also, wie gesagt, was ich schade fand, Jet Li, der war ja irgendwie nur am Anfang da. Und dann sagt er bis später irgendwann, dann war er weg. So ein völlig sinnloser Auftritt, Hauptsache wir haben ihn mal drin. Ja. Ja, das war, glaube ich, bei Expendables 1 auch, dass Schwarzenegger nur sau kurz drin war. Da war wobei er ich aber da auch die Anspielung auf Präsident werden ganz gut fand. Da war er ja auch noch Governator. Ja. Jetzt hat er ja mehr Zeit. Ja. Und hat einen größeren Part diesmal drin. Ja. Ja, ich meine, das sind halt alles abgehalfterte Stars aus. Ja. Abgesehen von Jason Statham, der ist hier noch richtig dick drin. Ja. Aber der Rest. Naja. Also, man kann sich's anschauen, aber. Eigentlich schaut man sich das nur wegen der Besetzung an, oder? Man schaut sich das nur an, weil man von den ganzen Leuten früher in der Jugend auf Kabel 1 die Filme irgendwie gesehen hat. Oder so. Keine Ahnung. Das ist. Natürlich schaut man das nur wegen der Besetzung. Wenn es irgendwelche unbekannten Leute wird das niemand gucken. Absolut nicht. Das wäre ein Film, der wird noch nicht mal auf DVD gebracht werden. Und Stallone hat sogar, glaube ich, noch Regie mitgemacht, oder? Ich weiß es gar nicht. Der war da, glaube ich, auch noch beteiligt. Mein Gott, mein Gott. Der hat zumindest Screenplay gemacht. Ja, ich finde, der sieht immer so unnatürlich im Gesicht aus. Spitzt er sich was oder so? Ja. Ja. Natürlich. Ja, da gibt es so ziemlich üble Bilder, auch von ihm und Arnie zusammen. Ach Gott. Also ihm und Arnie zusammen, die teilen sich eine Spritze her. Nee, die waren hier, mal gemeinsam im Krankenhaus. Achso. Und gleichzeitig irgendwie operierten, lagen nebeneinander auf so einem Operationstisch. Da ein lustiges Bild. Die teilen sich das Taxigeld. Ja, natürlich ist der, muss dir mal so Bilder anschauen, wenn er nicht im Film ist. Ich glaube schon, dass er ordentlich nachgebessert hat im Gesicht. Das hieß ja auch teilweise bei diesen Leuten, wo die nicht mal die Mimik komplett unter Kontrolle haben. Das ist auch mein Gott. Es gibt so ein paar Schauspieler, da funktioniert nicht mehr alles. Also in Stummfilmen kannst du die dann nicht mehr einsetzen, Mimik kaputt. Ja. Ja. So einen trockenen Hals, so viel geredet. Also den Film kann man für so einen lockeren Abend mal gucken, aber ist keine hochwertige Filmkunst. Gut, dann muss ich mir wahrscheinlich ansehen. Da gibt es noch mehr auf der Liste. Nachzuarbeiten. Oh Gott. Jemand im Chat hier, oh Gott, hat gerade Stallones 90-jährige Mutter gepostet. Oh Gott, Zombie-Attacke. Oh! Ist, ja ist das krass. Echt? Ja, weiß ich nicht. Immer Schlauchboot dabei. Ja, genau. Aua.
Naja, nee. Ich glaube, die ganze Familie ist so ein bisschen, was das angeht. Also ich gebe dem Film mal 7 von 10 Bananen, aber eigentlich wäre der mit anderen Schauspielern, wird er vielleicht 2 von 10 bekommen oder 3 von 10. Der bekommt die 7 einmal wegen dem Witz, von den sie teilweise da drin haben, mit den ganzen Anspielungen. Weil das halt lustig ist, weil man sich früher die ganzen Filme angeschaut hat und jetzt die ganzen abgehalfterten Stars in allen Filmen sieht. Das ist der einzige Reiz oder die beiden Reize, die dieser Film hat. Ansonsten gibt es die Filme massenhaft, die in der Art sind. Ja. Ich glaube, ich würde sogar nur 5 geben, aber obwohl ein bisschen 6. Ja. Und wie gesagt, unter den Gesichtspunkten ist er halt unterhaltsam, aber ja. Ich kann ihn schlecht bewerten. Ja, ist auch schlecht zu bewerten. Wenn ich ihn mit anderen Filmen vergleiche, natürlich ist er grottig. Ja. Und er ist halt auch relativ oldschool. Also gibt nicht so viel Hightech-Kram. Es wird halt geballert und getötet und das war's so ungefähr. Im Übrigen sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Am Ende gibt es so eine Szene im Flughafen, wo Bruce Willis sich einen Smart schnappt. Und irgendwie die Tür vom Smart raustritt. Ach so, raustritt, ja. Und dann sagt er zu Arnie, hier komm, steig auch ein. Also sie heizen dann in dem Smart durch den Flughafen und bringen Leute um. Und Arnie zieht an der Tür, also weil der eine tritt sie raus, muss der andere sie natürlich rausreißen. Und das Lustige ist, der hält sie am Griff fest, also da, wo man die Tür aufmacht, zieht. Und wenn man genau hinguckt, siehst du, dass Tür vorne zuerst aus den Angeln fliegt. Was? Also normalerweise ziehst du ja hinten ja. Und dann bricht sie erst vorne raus, aber da bricht sie halt zuerst vorne raus und dann fliegt sie hinten weg. Oh Gott. Weil sie da wahrscheinlich irgendwelche Schnuren oder sonst was dran gemacht haben und dann gedacht haben, ach komm, scheiß drauf, interessiert mich eh keinen. Das ist mir nur so aufgefallen. Aber echt, ja. Nee, das war auch nicht in irgendeinem Trailer drin. Wahrscheinlich haben die auch gedacht, ach so, Markus, dem fällt das nicht auf, scheiß drauf. Naja. Ja, dann sind wir jetzt auch durch für heute, oder? Was sagt ihr? Ja. Der Knut hat sich irgendwie verabschiedet, ich weiß gar nicht. Ja. Was er noch macht. Also, durch sind wir eigentlich schon von Anfang an gewesen, oder? Ja. Ah, wir diese Kinder an der Kasse. Ja. Na gut. Jo, dann kommen wir zum Ende. Jetzt haben wir schon wieder genug Themen für die nächste Folge. Mhm. Bis zu Folge 49. Wir müssen uns mal langsam was für die 50. überlegen. Oh ja, Podcast-Marathon. Ach du Schreck. Also man soll sich frei nehmen dafür, habt ihr gesagt? Ja, Urlaub. Mehrere Tage. 3 Tage lang. 3 Tage wach. Ja. Ja, tschüss. 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 Und tschüss. Hey, da war. Dafür ist er wieder da.